Sehr schön. Du kannst es ja mal von der anderen noch ein Stück weg von der Nuss. Geht's schon los? Du bist schon live im Netz. Ich bin schon live im Netz. Dann sprich du doch mal. Ich tue das ja schon mal. Genau, herzlich willkommen. Nochmal in der Akademie, es sind noch ein paar Leute dazugekommen, denen auch ein herzliches Willkommen. Ich habe gestern ganz vergessen, was zu sagen zur Evangelischen Akademie. Ich weiß nicht, kennen alle Evangelische Akademien? Wer war schon mal in einer? Okay, dann sage ich vielleicht doch noch was zur Evangelischen Akademie. Evangelische Akademien sind gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, sind im Prinzip auch ein Teil des Re-Education-Programms der Alliierten. Also es ging, die Frage war, von außen sind gefördert worden Einrichtungen, die sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen äußern, die sich damit auseinandersetzen, die Demokratie voranbringen. Und bei der Kirche traf das aber auch einen Nerv, weil die Kirche, wenn man sich das angeguckt hat, im Nationalsozialismus ja zum ganz großen Teil die deutsche Kirche war, die also blind Hitler gefolgt ist und auch christliche Juden aus der Kirche ausgeschlossen hat. Und nur ein sehr kleiner Teil war bekennende Kirche. Und also stellten sich auch Kirchenfunktionäre die Frage, wie konnte uns das passieren, dass wir bei einem so offensichtlich menschenverachtenden System als Kirche mitgemacht haben. Und an dieser Stelle war der Punkt, wo man gesagt hat, wir gründen evangelische Akademien an verschiedenen Orten zum Diskurs in der Kirche, aber auch zum Diskurs zwischen Kirche und Gesellschaft und zum Diskutieren von gesellschaftlichen Fragestellungen. Und wie man ja gestern auch schon gemerkt hat, sind evangelische Akademien nicht in erster Linie Einrichtungen, wo es um religiöse Bildung geht, also wo es jetzt nicht um Mission oder sowas geht, sondern wo es tatsächlich darum geht, ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Es gibt so ein Bild, das heißt, Akademien sind das Fenster der Kirche in die Gesellschaft. Ich finde das Beispiel nicht so schön, weil Kirche ist natürlich mitten in der Gesellschaft, also idealerweise zumindest, und dann gibt es auch kein Fenster zur Gesellschaft. Und insofern sind Akademien dann einfach Orte, an denen man diskutieren kann. Und gerade Jugendbildung ist in den letzten Jahren auch ein Schwerpunkt an fast allen evangelischen Akademien, wo es dann darum geht, eben mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Das, was ich beschrieben habe, dass wir zwar in kirchlicher Trägerschaft sind, aber jetzt in den meisten Veranstaltungen, in vielen Veranstaltungen, ist es erstmal um den Diskurs, um das Gespräch geht, um zu gucken, wie man Demokratie voranbringen kann. Das sieht man auch, wenn man in unserem Raum guckt, sehr schön. Da haben wir nämlich hier diese Leinwand. Manchmal, wenn wir die nicht brauchen, sind hier auch einfach ein paar Bilder und da kann man hier auch ein Podium aufbauen. Und wir haben da hinten so einen kleinen Altar mit einem, also wo dann auch eine Christusfigur dran hängt. Nicht ganz so einfach zu ertragen, gerade dieses Album, so kann man sich mal angucken. Und dann sieht man das sehr schön, weil manchmal machen wir auch Andachten in diesem Raum. Und die finden dann, oder die Schlosskirche, die gerade umgebaut wird, hat hier auf Sonntags dann ihren Gottesdienst. Und die finden dann einfach in der anderen Richtung statt. Sodass man also in der Regel auch in der Richtung, wie man sitzt, einfach merkt, geht es jetzt eher um eine Andacht, um eine religiöse Veranstaltung, oder ist es eher eine Veranstaltung des Diskurses. Also viel vielleicht einfach zur Einführung. Ich bitte zu entschuldigen, dass wir 7 Minuten zu spät waren. Wir haben gerade noch mit der Technik gebastelt, weil wir das nämlich, also wir sind nämlich jetzt schon live im Netz. Der Uli vor allem gleich. Wir sind schon drin. Und man kann es dann hinterher auch nachgucken. Also wenn alles klappt, nehmen wir das mit Google Hangout jetzt auf, übertragen das gleich live. Das hat den Vorteil, dass die Miriam, also meine Frau, die gestern da war, die sitzt jetzt in ihrer Schule und guckt das vielleicht an, wenn es klappt, weil die gerade 2 Freistunden hat, aber leider sich heute nicht freinehmen konnte, um herzukommen. Vielleicht gucken es auch noch 2, 3 andere. Und wer Lust hat, kann sich das auch hinterher noch im Netz angucken. Und ansonsten würde ich gern noch erzählen, dass wir gestern angefangen haben, ein Etherpad zu machen. Können wir den Beamer anmachen? Den können wir mal anmachen. Dann kann man das nämlich angucken. Wir haben technikbegabte Menschen hier.
indem wir einfach protokollieren, wir haben gestern vereinbart, dass wir da protokollieren, da kann ruhig jeder mitschreiben. Genau, der WLAN-Schlüssel lautet fürs Gast. Geht nicht? Der hat, scheint, also meins funktioniert. 20 mit einem großen L, Luther? Ja. 17? Ja. Hm. Na, dann sind es jetzt schon zu viele Leute. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich. Genau, kann ich jetzt nicht. Bei dir geht's aber, das ist ja das Wichtigste. Ja, ich bin gerade hier auf unserem Gut. Server. Wunderbar. Dann würde ich gerne noch was sagen zu dem, was wir heute machen. Heute geht es, wie man ja sieht, eher ist es. Machen wir gleich noch, genau. Wir ziehen auch gleich noch den Vorhang zu. Also alle Störungen werden gleich noch beseitigt. Wir haben Uli Tausend, der sich gestern auch schon ein bisschen vorgestellt hat und ein paar Sachen erzählt hat, vom JFF, heißt genau? Das hieß mal Jugend, Film und Fernsehen. Ah, und deswegen wurde es gemacht. Das war 1949, wo das gegründet wurde. Ein ziemlich hipper Name. Inzwischen gibt es nicht mehr Jugend, die in Film und Fernsehen sich bewegt, sondern es gibt auch solche Sachen wie Internet. Deswegen aber, weil das eben halbwegs renommiert, also sehr renommiert ist, das Institut. Und zudem, der Name bekannt ist, heißen wir jetzt JFF, Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Weil das Interessante ist, dass wir Forscher haben und Praktiker haben, so wie mich, die aber dann ständig von den Forschern genervt werden, wieder ein bisschen genauer in die Forschung reinzugucken und gleichzeitig die Forscher nerven, doch mal sich mal ein bisschen anzuschauen, wie das in der Realität aussieht. Und diese Symbiose ist spannend zu arbeiten und auch die Lehrmaterialien, die wir dann erarbeiten oder sowas anzugucken. Ist ja spannend. Also machen wir also nicht nur ähnliche Sachen, sondern unsere Institutionen sind auch noch ähnlich alt. Echt? Also noch was Gemeinsames gefunden. Also Uli wird jetzt mal einführen in was so Videospiele und Bildung, was es da geben kann. Das wird, da wir dafür ja nur eine Dreiviertelstunde haben, natürlich nicht der allumfassende und alles erklärende Vortrag sein, weil es ja ganz viele Beispiele gibt. Der wird einfach ein bisschen einführen. Ein Schwerpunkt dabei wird auf der politischen Bildung liegen, aber es wird nicht ausschließlich politische Bildung sein. Ach, jetzt haben wir uns, jetzt sehen wir uns hier auch live. Wir sehen, das ist quasi eine, das ist die Rückkopplung. Eine Schleife. Jetzt sieht man noch nicht in der Schleife die Schleife, das kommt noch. Also, und wir könnten noch mal gucken, dass wir es vielleicht sogar noch ein bisschen näher irgendwie ranholen, irgendwie. Dann sieht man es noch ein bisschen mehr, was auf dem Slide so drauf ist. Aber genau, das probiere ich dann auch gleich. Genau. Also heute Morgen geht es darum, jetzt mal einen Überblick zu bekommen. Wir haben also ungefähr dreiviertel Stunde Input, dann Diskussion. Auch ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann haben wir danach eine Diskussion, da freue ich mich schon, dass Jasmin Marei-Christen für den DBJR, also für den Deutschen Bundesjugendring, und Christine Schreiber für den Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt da sind, wo es darum geht, so wie kann man denn mit digitalen Medien Jugendbeteiligung organisieren. Da werden wir ganz kurz zwei oder drei Schlaglichter hören von Projekten und dann einfach in die Diskussion kommen. Weil das ist eine große Diskussion, so E-Partizipation, wie funktioniert denn das und kriegt man Jugendliche daran, im Netz was zu schreiben oder muss man es anders machen? Und da werden wir einfach ein bisschen raushören und ein Stück dazu diskutieren. Und dann nach dem Mittagessen werden wir dann wirklich in die Praxis gehen und ganz konkret in Workshops uns angucken, also wo man dann wirklich selber ausprobieren kann, selber auch mal Minecraft installieren oder ein anderes Tool. Und da sind die Referenten auch gebrieft, dass sie wirklich auf eure Bedürfnisse eingehen, sodass wir dann da ganz viel ausprobieren können. Und am Abend freuen sich ja alle schon auf das Pen and Paper von Max. Und ich habe eine Reihe von Spielen, die wir mitgebracht, und wir, also analoge Brettspiele sozusagen, die aber ähnlich funktionieren wie Computerspiele. Und die Pack hat auch noch was, wird auch noch was lesen aus einem Buch. Genau, das sehen wir dann einfach. Und wie man sieht, heute ist der Tag, wo wir eher, ich sag mal jetzt unter den Erwachsenen, also die Multiplikatoren zusammen sind. Gegen 17.30 Uhr kommt dann nochmal eine große Gruppe von Jugendlichen, die dann ab morgen auch mit uns ganz stark das Programm gestalten werden, weil es morgen dann ja nochmal stärker darum geht, wirklich auch die Sicht der Jugendlichen zu sehen. Ich freue mich aber, dass ihr heute schon mit dabei seid und euch einfach auch einbringt. Gerade bei der Frage zur E-Partizipation kann ich mir gut vorstellen, dass ihr nochmal sagen könnt, was für euch auch interessant sein könnte oder was nicht und wo ihr vielleicht auch schon mitgemacht habt. Genug der Vorrede, ich kümmere mich jetzt um die ganzen Störungen noch, mache den Vorhang zu, mache das Bild größer und übergebe dir das Wort, Uli. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Und wir gehen hier gleich nochmal ein bisschen mehr live, indem wir das noch im Medienpädagogik-Praxis-Blog ankündigen, was hier gerade passiert. Und genau. Also, bevor ich etwas zu mir sage, sage ich mal kurz etwas nochmal, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben uns gestern für die ganze Tagung ein Pad angeschafft. Und dieses Pad, da darf jeder mitmachen, da darf er nicht nur
lesen, sondern auch schreiben. Und da können Leute gleichzeitig Sachen schreiben. Und wo sind wir jetzt gerade hier? Wir sind gerade bei offene Arme, Michael Bach, links und so. Freitag. Hier Freitag. Da wäre es jetzt natürlich schön, wir jetzt Geisterhände, weil ich währenddessen hier beschäftigt bin, dort ungefähr eintragen, was wir jetzt gleich machen, zum Beispiel dann den Link reintun von dem Hangout, das wir gerade haben, weil wir das, wie gesagt, eben alles gleich ins... Ja, ha, sehr schön. Der Rückkanal funktioniert. Und das heißt auch, dass Leute, die einfach im Internet sind, können dort drauf was posten. Und es wäre schön, wenn ihr, wenn ihr da mitbekommt, dass da Fragen gestellt werden, mir die mitteilt und quasi dazwischen grätscht. Das ist völlig okay. Wir haben jetzt auch so ein bisschen Zeit und man kann auch einfach mal ein bisschen labern. Das ist doch ganz schön. Und zwar über das Thema Videospiele und politische Bildung. Jetzt erstmal kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Ulrich Tausend, wie man da so schön lesen kann. Das ist über ein Bild von mir. Das ist ein Screenshot von der JFF-Seite. Vorhin schon kurz erklärt, ich bin beim JFF Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Wir machen ganz tolle Sachen und es ist voll schön, da zu arbeiten. Und man hat ständig irgendwelche lustigen Vorträge, die man halten muss oder kann oder will. Und ich finde das irgendwie sehr schön, deswegen bin ich da sehr gerne. Und kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin Soziologe und habe mich eben auch aus wissenschaftlicher Seite ein bisschen mit Computerspielen beschäftigt. Wir haben auch gestern schon diskutiert, wer spielt welche Computerspiele und so. Da habe ich mal meine Diplomarbeit drüber geschrieben. War ziemlich, finde ich, ein ziemlich spannendes Thema. Ich habe dann noch so eine andere Perspektive. Die andere Perspektive ist, ich habe selber Computerspiele gemacht. Ich habe 8 Jahre lang eine Computerspielefirma gehabt und mache auch weiterhin Computerspiele, jetzt aber eher im Lernbereich, sogenannte Serious Games, dazu später mehr. Und ich war 3 Jahre lang mal in einem Jugendzentrum und habe dort praktisch ein bisschen Erlebnis und Sport, aber auch viel Medienpädagogik gemacht und kenne deswegen auch so ein bisschen so die Jugendzentrumssicht, was sehr spannend war. Bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren beim JFF und habe da so die Schwerpunkte eben so digitale und interaktive Medien, Computerspiele, Web 2.0 so und auf der anderen Seite auch mobile Medien. Das heißt, ich mache ganz viel mit solchen Smartphones rum und da filmen wir dann zum Beispiel. Ich organisiere auch das Mobile Clip Festival. Da kann man bis zu 2 Minuten lange Clips, die gefilmt sind, mit Smartphones einreichen. Ist total toll. Ist quasi ein Anlass für Pädagogen, sich doch mal dem Smartphone zu nähern und nicht nur zu sagen, der Untergang des Abendlandes, sondern auch schöne neue Türen und Möglichkeiten, lass uns das doch mal ausprobieren, was man damit Schönes machen kann und gleichzeitig darüber reden, was man vielleicht damit auch nicht machen sollte, aber quasi ein kreativer Anlass, sich mit Sachen zu beschäftigen. Genau, und jetzt nochmal gleich ein bisschen mehr zu mir. Das ist ein Screenshot aus meinem aktuellen Spiel. Das Spiel heißt Spielfieber und also der Countdown läuft und in dem Spiel geht es darum, dass man jemand ist, das ist in der Nacht davor passiert, ein Stein durchs Fenster geschmissen wurde, der ihn an den Kopf getroffen hat. Das Ganze hat damit zu tun, dass man Wettschulden hat und jemand gesagt hat, die musst du jetzt innerhalb von einer Woche zurückzahlen, sonst kriegst du richtig Stress. Und er hat jetzt eine Woche Zeit, das Geld dafür zusammenzubekommen und latscht dann in die Arbeit und muss auch währenddessen irgendwie mit seiner Freundin irgendwie auskommen, die irgendwie auch total sauer ist, weil er ihren Jahrestag verpasst hat, weil er halt ein bisschen gespielt hat. Und also jetzt, es geht im Fall nicht um Spielsucht, sondern um Glücksspielsucht. Also mit anderen Worten Spiele, die was mit Geld zu tun haben. Und da hatte ich die Möglichkeit für die Aktion Jugendschutz in Bayern, die da eben innovative Ansätze fördern, ein Spiel zu diesem Thema zu machen. Das ist ganz spannend geworden, glaube ich, wurde inzwischen auch evaluiert und funktioniert. Das ist ja irgendwie sehr schön. Also man hat nicht nur was gemacht und denkt, es ist gut, sondern dann kommt jemand von einer Universität und sagt, hier, das funktioniert wirklich. Es führt nicht dazu, dass die Leute, die Jugendliche, für die es gedacht hat, ist dann alle anfangen, Glücksspiele zu spielen, was sie vorher gar nicht gemacht haben, weil sie das Thema gar nicht kannten. Also quasi, wir fixen niemanden an. Aber es ist so, dass praktisch Fehlmeinungen zum Thema Glücksspiele, wenn man das Spiel gespielt hat, danach geringer auftreten als vorher. Das heißt, man weiß so ein bisschen mehr, dass vielleicht ist keine so besonders gute Idee, ist, wenn man versucht, mit Glücksspielen Geld zu verdienen, was doch relativ viele Leute glauben. Und das Spiel richtet sich an sogenannte bildungsferne Milieus typischerweise. Das sind nämlich also gerade auch Jugendliche mit Migrationshintergrund und vor allem männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, die auch tendenziell eher auf der Mittelschule oder Hauptschule sind,
sind die, die am meisten gefährdet sind, sowas, also mit Glücksspiel Probleme zu bekommen. Und deswegen haben wir das dafür auch designt. Das funktioniert auch mit anderen, das funktioniert auch mit Mädchen und sowas, aber das sind die zentrale Zielgruppe. Das heißt, dass es auch andere Leute gibt, die dann sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu leicht oder das ist irgendwie zu basic. Ja klar, es ist vielleicht auch nicht ganz unbedingt für dich gemacht, so ist es halt. Aber es wurde auf jeden Fall inzwischen über 100.000 Mal gespielt und ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, wie man auch wirklich schwierige Themen versuchen kann, spielerisch aufzubereiten. Man kann das als Gesprächsanlass nehmen in der Schule, aber es gibt auch Begleitmaterialien dazu, aber man kann es auch einfach für sich stehen lassen. Also man kann einfach zufällig über dieses Spiel stolpern. Es ist bestimmt nicht das beste Spiel aller Zeiten, auf jeden Fall nicht. Ich komme auch später noch dazu, warum vielleicht das oft bei Lernspielen oder Serious Games so ist. Aber es funktioniert und es wurde 100.000 Mal gespielt und es ist doch schön. Und es könnte sein, dass es vielleicht bald mal ausgezeichnet wird, habe ich mal so gehört. Aber dazu in 2 Wochen mehr. Naja, jetzt steige ich mal ins Thema ein und bringe ein Zitat von dem von mir sehr geschätzten Christoph Klimt. Computerspiele gehören zur veränderten Medienökologie des 21. Jahrhunderts und dürften aus der Bildungsperspektive nicht einfach als Konkurrenz betrachtet werden, sondern können bei konstruktiver Einbindung ganz unverhoffte Lernprozesse unterstützen. Kompliziert ausgedrückt, davor muss man noch mal ergänzen, dem einen oder anderen ist noch nicht bekannt, dass Computerspiele inzwischen als Medium oder sagen wir als Markt größer sind als die Filmindustrie oder Musikindustrie. Also praktisch die am schnellsten oder die Medien, die den meisten Umsatz machen in kürzester Zeit, sind inzwischen immer Videospiele. Das haben sie die Filme und so weiter schon längst abgelöst. Also GTA 5 oder sowas hat einfach viel mehr Geld gemacht als irgendwie Avatar in der ersten Woche oder so. Und das ist inzwischen, glaube ich, vielen bewusst, aber für viele Jugendliche gehören Computerspiele einfach dazu. Das heißt, die sind einfach schon da und es ist eher so, dass wir uns sowieso mit ihnen beschäftigen sollten, weil einfach sie schon ein Thema sind. Und in dem Vortrag geht es aber auch viel darum, wie man sie denn auch einsetzen kann, sodass man einen Mehrwert dadurch hat im Unterricht. Und dazu noch ein weiteres Zitat von Herrn Berg. Schon seit einiger Zeit bedienen sich die sogenannten Serious Games des bekannten Umstands, dass man spielend am leichtesten lernt. Jetzt stelle ich mal die Frage, warum eigentlich spielend lernen? Und habe da so ein paar Punkte zusammengefügt. Also was unterscheidet Spiele oder Computerspiele in dem Fall von anderen Medien? Und das eine, was Computerspiele gegenüber zum Beispiel Filmen oder gegenüber Büchern auszeichnet ist oder unterscheidet, ist, sie sind interaktiv. Das heißt, ein Spiel reagiert auf die Eingaben seines Users, also seines Spielers. Wenn ich ein Buch lese, Bücher sind toll und mit Büchern kann man auch ganz viel lernen und so weiter, aber ein Buch kann nicht darauf reagieren. Und wenn ich zum Beispiel sage, auch ich verstehe das jetzt gerade nicht, kann das Buch nicht sagen, okay, dann erkläre ich dir das einfach nochmal. Und sowas können eben Spiele machen und das ist irgendwie eine ganz schöne Sache. Es gibt also quasi auch eine Erfolgskontrolle. Hat derjenige das kapiert? Das sind Sachen, die, glaube ich, auch oft in Unterrichtsvorbereitungen eine Sache sind. Haben die Leute das eigentlich alles gecheckt, was wir gerade gemacht haben? Kann man hier zum Beispiel gleich abklären. Und auf der anderen Seite erfahrungsbasiertes Lernen. Man kann sich das so vorstellen, ein anderes Computerspiel, das ich gemacht habe, das ist für die Akademie Accor. Accor ist ein ganz großer Hotelkonzern. Gibt es irgendwie ganz viele Hotels unter verschiedenen Marken, Mercure und so weiter, in verschiedenen Städten. Und die wollten ein Spiel haben, das praktisch ihren angehenden Lehrlingen erklärt, wie das eigentlich mit diesem ganzen Belegungssystem so funktioniert. Weil das jeder mal hören sollte, auch irgendwie jemand, der dort Koch ist oder sowas, weil er vielleicht sogar irgendwann mal Managerposition bekommt und so weiter. Ich rede schon wieder viel zu viel. Auf jeden Fall ging es darum zu verstehen, wie versteht man, wie dieses Belegungssystem funktioniert. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man langfristig plant. Und wir haben praktisch eine kleine Wirtschaftssimulation entwickelt, in der man die ganze Zeit langfristig planen muss. Wie viele Gäste habe ich nächste Woche? Und wie viele Gäste von der Business-Kategorie, denen ich viel Geld aus der Tasche klopfen kann? Das kennt man ja so von Messen so. Wenn eine Messe irgendwo ist, sind plötzlich die Hotels alle immer viel teurer. Oder wie viele günstige Touristen, die mit Bussen vorfahren, kann ich noch dazwischen schieben, damit ich irgendwie möglichst viel Belegung voll habe. Und da haben wir uns dann auch überlegt, wie kann man das irgendwie aufbereiten, das Thema, und haben dann gesagt, wir machen der Camper. Wir gehen jetzt gar nicht an das Thema Hotel ran, sondern wir machen einen Campingplatz. Da ist auch alles irgendwie ziemlich schmutzig und
wir haben ganz, ganz viele Wurstwitze reingebracht. Alles hat irgendwas mit Wurst zu tun. Das ist eigentlich ganz lustig geworden. Und schlussendlich haben wir einfach dieses Hotelthema auf Camping umgelegt. Und es ist so, dass man einfach 30 Runden Zeit hat, immer wieder seinen Campingplatz auszubauen in einer Wirtschaftssimulation. Und dafür muss man halt möglichst gut hinkriegen, abzuschätzen, oh, jetzt ist das Wetter besser, oh, jetzt ist da irgendwie in der Nähe eine Rockveranstaltung, wie viele Leute kommen jetzt von meinen verschiedenen Gästetypen. Im gewissen Sinne ist es so, dass ich 30 Mal einen möglichen Lösungsansatz auf mein Spiel spieße und praktisch aus verschiedenen Perspektiven reagiert. Jetzt zum Beispiel sagt das System in einer Woche, oh, ist doch weniger Leute gekommen. Dann denke ich mir vielleicht, ah, ist das mit dem Wetter doch nicht so wichtig, aber doch eher diese andere. Und dann überlegt man da praktisch. Und im Idealfall hat man einfach nach 30 Mal gecheckt, wie dieses System funktioniert. Das heißt, man hat einfach 30 Mal aus verschiedenen Richtungen auf ein ziemlich komplexes System, das man ziemlich schwer erklären kann, geschossen und hat damit dann besser, versteht dann besser, wie dieses System funktioniert, weil das System auf meine Eingaben reagiert. Sowas können zum Beispiel Computerspiele sehr gut leisten. Mehr vielleicht als ein Buch, das einfach dann linear ist oder praktisch ein Vortrag, wo ich sowas erkläre. Deswegen müsst ihr auch einfach das Spiel spielen. Das heißt, der Camper kann man auch auf meiner Webseite sehen. Genau. Und das heißt, erfahrungsbasiertes Lernen, also quasi Empirie. Ich mache immer wieder, stelle ich mir die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage und bekomme ein bisschen unterschiedliche Antworten. Und es ist eben problem- und handlungsorientiert. Ich habe das Problem, oh, mein Campingplatz. Oder, oh, ich habe jetzt irgendwie eine Woche Zeit hinzubekommen, dass ich diese Spielschulden zurückzahle und muss noch mit meiner eigenen Spielsucht, die in diesem Spiel auch abgebildet wird. Ich bin nämlich spielsüchtig, das ist nicht das Problem. Und ich muss damit jetzt irgendwie umgehen. Glücksspielsüchtig, also nicht ich, aber der Charakter im Spiel, wenn es jemand nicht mitbekommen hat. Ich hoffe, ich bin nicht spielsüchtig. Praktisch muss handeln, um da drum rumzukommen. Im Idealfall ist es so, dass wenn Spiele gut gemacht sind oder man einfach Interesse an ihnen hat und so, die auf einen passen und man ein bisschen Zeit hat, man praktisch immersiv sich ein bisschen darin versenken kann. Das heißt, mit anderen Worten, dass ich da drin bin und mich sehr stark mit diesem Spiel auseinandersetze und darauf konzentriert bin. Und das dazu führt, dass ich dann teilweise einfach ziemlich viel da wiederum mitnehmen kann. Das hat natürlich auch teilweise den negativen Aspekt, dass wenn die Mama sagt, jetzt komm runter essen, man sagt gleich und dann irgendwie eine halbe Stunde später immer noch nicht runtergekommen ist. Aber das kann man eben auch positiv auch zum Lernen nutzen. Genau. Und jetzt ist eine andere Frage, die ich stellen will, und es ist diese Sache, kann man jetzt eigentlich nur mit Lernspielen lernen? Also muss jetzt quasi ein Spiel so gebaut sein, dass es irgendwie, dass man damit lernen kann, damit man, also muss es als Lernspiel designt sein, damit man damit lernen kann? Und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage ans Publikum. Was sagt das Publikum? Ich frage, ja? Ich glaube, das ist bei Spielen, die nicht fürs Lernen funktioniert, sind eigentlich sogar für das besser funktioniert, weil das, was man, wenn man Lernspiele oder auch alle anderen Formen von, ich sag mal, schönen Medien nutzen will, um einen ganz bestimmten Inhalt rüberzubringen, meistens da viel zu verkopft einem irgendwas im Weg steht, wie man ganz korrekt sein will. Und das den, ich würde mal sagen, den eigentlichen Reiz im Spiel. Okay, also wir können dann einfach mit dem nächsten Vortrag weitermachen. Wir haben ja alles schon geklärt. Nee, also Dankeschön für diesen guten Input. Und ich bringe hier aber gleich nochmal eine kleine Unterscheidung, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber sie passt jetzt einfach ganz gut. Nämlich, ich habe jetzt gerade an einen Bauklotz gedacht. Mit einem Bauklotz kann man eine Menge lernen. Mit vielen Bauklötzen kann man auch eine Menge lernen. Sei es einfach schon mal haptisch, dass man irgendwie lernt, wie man ihn so anfasst und dann versucht man ihn immer durchzustecken und wie schwer ist der eigentlich und wie schmeckt der und so weiter. Da kann man eine Menge mit lernen. Der Bauklotz würde möglicherweise nicht dafür, gut, der Bauklotz vielleicht schon, aber das geht mit dem Stock halt auch. Der schmeckt vielleicht sogar noch interessanter. Da kann man eine Menge sich von so einem Ding mitnehmen, obwohl das vielleicht gar nicht dafür gedacht wurde, dass man damit lernt. Das ist eben das Spannende auch an Spielen, dass die Leute meistens halt offen sind, einfach mal so ein bisschen rumprobieren und damit quasi so im Nebenbei sich was mitnehmen. Und jetzt nochmal kurz, weil es gerade gepasst hat, hier die Sache mit dem Bauklotz. Also ich habe jetzt hier einen Fußball. Der Fußball ist quasi genau wie der Bauklotz ein Spielzeug. Der Bauklotz selber oder der Fußball selber, der tut jetzt mal nichts. Wie komme ich jetzt vom Fußball zu einem Fußballspiel? Und ein Fußballspiel,
da habe ich einen Fußball, aber ich habe auch gewisse Regeln, wie zum Beispiel 2x11 Leute auf dem Platz mit dem Tor und gibt diverse Linien und gibt diverse Regeln und so weiter und habe ich am Ende Fußball. Interessant ist natürlich auch, dass ich jederzeit diese Regeln ändern kann, weil ich sage, oh, wir sind jetzt nicht 22 Leute, sondern nur zu dritt. Wir spielen jetzt einfach hier, da sind diese beiden Säulen hier und dazwischen, wenn man da trifft und so weiter, dann designt man das um. Das heißt, es ist auch so, dass quasi auch jeder eigentlich schon Spiele selber designt hat, weil er meistens irgendwie auch bestehende Spielkonzepte einfach angepasst an das, was gerade hier geht. Diese Säulen würden sich immer so wunderbar anbieten, hier mal ein bisschen Fußball zu spielen. Tobi, was denkst du? Nachher ein bisschen Fußball spielen hier? Na, auf jeden Fall. Also, erst wenn der Hausmeister weg ist. Erst wenn der Hausmeister weg ist, gut. Also, niemand verraten, auch nicht im Internet, dass wir nachher hier Fußball spielen. Genau, nicht posten. Und, also praktisch, man kann sagen, also eine Definition von das ein spielbasiertes System ist. Also ich nehme ein Werkzeug oder ein Spielzeug und setze da diverse Regeln drauf und dann komme ich irgendwann ans Spiel. Problem ist so ein bisschen gerade bei Computerspielen, dass es meistens relativ schwer ist, mit dem, ich sag mal, Schiri zu reden und die Spielregeln zu ändern, weil meistens es gar nicht so leicht ist, dem Computer zu vermitteln, dass man jetzt gerne das Spiel anders spielen wollen würde. Dazu sage ich jetzt nur ein Konzept, und das heißt Creative Gaming, da arbeiten wir, das ist so eine Initiative, ganz viel daran, mit Spielen zu spielen. Das heißt, wir nehmen ein Spiel als Spielzeug hier. Das heißt, es ist wieder einfach nur das Spiel und wir überlegen uns noch Zusatzregeln, dass wir mal versuchen zu verstehen, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Ganz spannender Ansatz, Creative Gaming. Und da gibt es auch eine schöne Veranstaltung, die heißt immer Play, die ist immer so im Oktober, meistens in Hamburg oder in Berlin. Unheimlich spaßig, da lernt man auch ganz viel mit. Wo waren wir denn? Wir waren, glaube ich, hier. Hoppala. Ja, und genau, also nur mit Lernspielen lernen? Nein, also man kann natürlich auch mit anderen Spielen lernen. Spiele, die aber eigens dafür gedacht sind, dass man lernt, werden auch Serious Games genannt. Also mit anderen Worten, der Begriff Lernspiel, ihr habt so ein bisschen so einen Überbegriff und es sind Serious Games. Da könnte man jetzt denken, Serious Games, die müssen ganz ernst sein. Serious Ernst, weit gefehlt. Serious Game heißt vom Begriff, dieses Spiel wurde nicht nur entwickelt, damit es einfach Spaß macht, sondern es hat in der Spielentwicklung praktisch einen ernsten Hintergrund. Da hat sich also jemand damals gedacht, als es entwickelt wurde, der Unterhaltungszweck ist nicht der primäre, sondern ein Inhalt soll transportiert werden und das Spiel soll eben bilden, trainieren, untersuchen, werben oder so weiter. Das Brummen kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht weg. Was auch immer es ist. Und genau. Serious Games sind ganz viele Sachen. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Also sind diese quasi klassischen Lernspiele, die zum Lernen entwickelt wurden. Aber auch genauso Bewegungstherapie-Geschichten, Werbespiele, politische Spiele. Und also wir werden dafür auch noch später Beispiele jeweils haben und militärische Spiele. Und bei militärischen Spielen komme ich noch gleich drauf, jetzt habe ich schon wieder verraten hier, ich habe mich verplappert. Das erfolgreichste im gewissen Sinne und vor allem bestbudgetierte Serious Game ist, hat jemand eine Idee, was jetzt vielleicht kommen könnte? Call of Duty. America's Army ist ein von der amerikanischen Armee finanzierter Ego-Shooter, der also mithalten kann mit anderen Ego-Shooters relativ. Und der relativ realistisch aufgebaut ist. Wenn man praktisch dieses Spiel spielt, macht man auch so eine Art Rekrutierungsprozess durch. Und das ist natürlich alles mit den echten Sounds von den echten Waffen und mit echten Experten aus Militär und so weiter und quasi alles sehr, sehr realistisch. Und hat deswegen auch so eine gewisse Faszination für Leute, die sich für Militär interessieren, die im Spiel dann gleich angesprochen werden, ob sie nicht vielleicht bei der echten America's Army mitmachen wollen und praktisch rekrutiert werden wollen für das Militär. Es gibt auch in Deutschland ein, zwei solche Ansätze, wo praktisch auch mit Spielen dann teilweise versucht wird, eben auch für militärische Zwecke quasi zu werben. Also das ist ein Werbespiel. Es geht darum, jetzt nicht unbedingt zu lernen, wie Krieg funktioniert oder so. Oder es gibt natürlich auch viele Spiele, die oder Spielansätze, die in der Ausbildung im Militär genutzt werden. Das Militär hat oft einfach sehr, sehr viel Geld und ist teilweise relativ innovativ und
Man kann natürlich alles Mögliche lernen. Man kann nicht nur in der Schule lernen und irgendwie lernen, ganz schöne, tolle Sachen zu machen. Man kann auch lernen, rumzuschießen, aber man lernt in America's Army nicht, wie man so schießt. So, das ist immer dieser Vorwurf von an den Amokläufer. Ich habe gelernt, im Spiel zu schießen. Es ist extrem unterschiedlich, ob ich mit einer Maus klicke oder ob ich so schieße. Es geht eher darum, in dem Fall, also was man da bestimmt auch mitnehmen kann, wie teilweise Taktiken funktionieren und so weiter. Aber ich will ja gar nicht für America's Army werben. Ich will nur sagen, man kann es zu allen möglichen einsetzen. Man kann es in der Schule einsetzen, man kann es zu gesundheitlichen Sachen einsetzen. Remission ist ein wunderbares Beispiel, wo Kinderkrebspatienten praktisch lernen, mit ihrer Krebskrankheit umzugehen. Und es funktioniert auch. Es ist auch evaluiert und funktioniert. Stempelwissenschaftler hat gesagt, das funktioniert. Kinder, die dieses Spiel spielen, gehen ein bisschen besser mit ihrer Krebserkrankung um. Und wenn man besser mit seiner Erkrankung umgeht und es einem besser geht, hat man auch wiederum mehr Chancen, dass man geheilt wird. Also natürlich bekämpft das Spiel nicht selber den Krebs, das macht die Chemo oder die Strahlentherapie oder sowas, aber das gehört eben auch dazu. Jetzt erstmal zu dem Thema normale Spiele. Also ich bin doch gerade dabei, wie funktionieren eigentlich Spiele und wie funktionieren unter anderem auch Lernspiele. Normale Spiele werden Pi mal Daumen ungefähr so entwickelt. Das ist relativ einfach zusammengefasst. Und es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, das ist ein bisschen zu einfach angepasst, aber ich versuche das mal so schematisch darzustellen. Es gibt Leute, die entwickeln das Spiel, zusammengefasst Game Designer, da gehören eigentlich ganz viele dazu, die auch Marketing und Leute, die es dann programmieren, Grafik machen, aber schlussendlich gibt es Leute, die haben sich überlegt, hey, lass uns ein Spiel machen. Und dann ist meistens, am Anfang ist es oft so, dass sie einfach für sich selber entwickeln, sie denken quasi selber, sie sind die Zugruppe, das heißt, wir machen Spiele, die uns selber Spaß machen würden, aber oft fangen sie dann irgendwann an zu sagen, okay, wir wollen zum Beispiel das Spiel auch verkaufen, wer würde denn unser Spiel spielen? Wir entwickeln das für unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe soll damit Spaß haben, wenn sie damit Spaß haben, dann geben sie uns dafür Geld und dann können wir wieder ein neues Spiel machen und werden außerdem noch reich und das ist irgendwie ganz schön. Und so funktioniert es normalerweise. Also man sieht, Computerspiele entwickeln ist unheimlich einfach. Nein, ist es natürlich nicht, aber es ist vereinfacht dargestellt. Serious Games zu entwickeln ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich habe immer noch meine Zielgruppe, ich habe immer noch meine Game Designer, aber ich habe dann auf jeden Fall auch noch Experten, die sich ja für das Thema auskennen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Thema Remission habe, also mit anderen Worten, die Überlegung, wie kann ein Kind besser damit umgehen, dass es eine Krebserkrankung hat, und kann darüber zum Beispiel auch drüber lernen, dann ist jetzt erstmal die Frage, muss man mal Experten fragen, was heißt das eigentlich, Krebs, was ist das eigentlich und wie geht das? Und dann muss man sich überlegen, man braucht Pädagogen oder Didaktiker, die sagen, wie können wir das Ganze vermitteln? Und dann braucht man wieder die Game Designer, die sagen, okay, und damit das Ganze, das muss ja auch Spaß machen, weil sonst funktioniert es nicht wirklich, wie machen wir das? Und dazu haben wir noch die Zielgruppe, die es dann noch spielen soll. Das heißt, der Prozess ist viel komplexer, dazu kommt noch irgendwie, wo kommt das Geld her? Zum Beispiel bei der Entwicklung des Serious Games Spielfieber, wo es hier um Glücksspielsucht geht, haben wir auch verschiedene Konzepte gehabt und ein paar von diesen Konzepten waren relativ kontrovers. Also da hat praktisch der Auftraggeber gesagt, es könnte sein, dass sich Leute daran stören, wenn wir das so machen. Und meine Tätigkeit besteht aber darin, zu arbeiten und nicht die ganze Zeit mir die Horden von Anwälten vom Leib zu halten, die Glücksspielindustrie in der Hinterhand hat und auf jeden wirft, der irgendwas tut, was praktisch ihre Pfünde belasten könnte. Und nur mal, um das mal zu verstehen, also also Novo Lion kennt vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, das sind so diese die meistverkauften Automaten, das ist eine österreichische Firma, im Vorstand Theo Weigel, im Vorstand der ehemalige auch Finanzminister von, also wie gesagt, der Finanzminister von Deutschland und eben auch von Österreich, in den Firmen, die wissen schon, wie sie ganz gut zurechtkommen und die haben auch irgendwie sehr große Umsätze, auch wenn die normalen Computerspieler oft gar nicht wahrnehmen, dass die auch noch gibt. Die sind ziemlich groß und die haben viele Anwälte, die sie gerne einsetzen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir sind da ein bisschen eingeschränkt, wir machen irgendwas, wo wir jetzt nicht vornherein konfrontativ irgendwie zum Beispiel der Industrie möglicherweise ins Bein pinkelt, sondern wir machen was ein bisschen weniger kontrovers ist, was vielleicht auch Spiel nicht ganz so gut funktioniert, aber was man auch einfach dann ungestörter einsetzen kann. Solche Sachzwänge kommen natürlich auch da rein, dann gibt es auch wieder ganz viele andere Sachzwänge, die wir natürlich haben und deswegen ist es nicht ganz so einfach, Spiele zu entwickeln, die zum Lernen gedacht sind. Auf der anderen Seite
diese Sachzwänge, wenn ich natürlich die schon vorher reinbringe und zum Beispiel sage, oh, das ist ja schön, man könnte ja mit World of Warcraft irgendwie das und das und das lernen. Dummerweise kann ich World of Warcraft in der Schule ganz schlecht einsetzen, weil das einfach so aufgebaut ist, dass ich da einfach Stunden über Stunden oder Stunden spielen muss, damit das irgendwie Sinn macht. Also da dauert, glaube ich, die Einrichtung eines Charakters sowieso schon einfach eine gewisse Zeit, da macht man sich gut Gedanken, das passt in der Unterrichtsstunde einfach nicht rein. Außerdem brauche ich da immer einen bestehenden Internetzugang und so weiter. Also wenn ich praktisch jetzt ein Spiel für die Schule entwickle, dann werde ich da von vornherein mir überlegen, wie wird es denn dann auch eingesetzt. Das heißt also, es macht natürlich Sinn, Lernspiele zu entwickeln. Diese Sachzwänge muss man auch irgendwie oft mitbedenken, aber teilweise können die einem auch ein bisschen im Weg stehen, weil dann das Spiel am Ende nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Und wenn das Spiel nicht mehr so viel Spaß macht, ist es oft nicht mehr so effektiv. Also man sagt, dass eine Möglichkeit, Spiele einzusetzen, gerade auch um Leute zu erreichen, die normalerweise schwer erreicht werden, noch andere Bildungsangebote, ist eben genau der Punkt in die Bildungsfälle Milieus, weil man einfach intrinsisch die Motivation hat, sich jetzt mit diesem Spiel zu beschäftigen und das Ganze auch so aufbereitet ist, dass das auch jemand, der sagt, boah, Schule und oh, jetzt erzählt ihr mir schon wieder was und da ist irgendwie so ein Text, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, man so dann Leute erreicht. Also das ist eben, wie gesagt, auch der Punkt, weswegen wir dieses Serious Game Spielfieber entwickelt haben und dafür entwickelt haben. Genau. So, Lernspiele einsetzen, Spiele zum Lernen einsetzen. Also, es gibt also mit anderen Worten verschiedene Möglichkeiten, wie man Spiele zum Lernen einsetzen kann. Also, ich kann praktisch ein Lernspiel entwickeln, wenn ich viel Geld habe. Ich werde aber immer viel weniger Geld haben als diese ganzen Spielehersteller, die richtig große Spiele machen. Frage ans Publikum, was ist das Budget von GTA 5? Ich weiß es nicht genau. Ich würde nur schätzen, GTA 5, Grand Theft Auto 5, ab 18, aber trotzdem total toll. Ist halt für Erwachsene eher gedacht. Sehr kontrovers, aber auch kulturell unheimlich spannend. Viele Millionen. Hat jemand eine Idee, wie viel das Budget so sein könnte? 400-500 Millionen. Was hat Avatar gekostet? 270 Millionen, glaube ich. Also mit anderen Worten, doppelt so viel Geld wie Avatar, was so bisher der teuerste Film war. Da arbeiten Hunderte und Hunderte und Hunderte von Leuten dran und das Spiel soll irgendwie vor allem Spaß machen. Da kann ich mit dem Budget, was wir für Spielfieber haben, nicht ganz mithalten. Kann man sich vorstellen und dementsprechend sieht es halt nicht ganz so gut aus wie GTA 5. Aber das Interessante ist, es gibt natürlich auch bestimmte Spiele, die einfach, also man kann sich quasi umgucken und schauen, was für Spiele gibt es eigentlich, die sind schon da und die funktionieren in einem bestimmten Bereich und die funktionieren jetzt genau auf mein Thema und das setze ich jetzt mal ein. Und da habe ich natürlich ein schönes Beispiel mitgemacht, das ich schon öfter eingesetzt habe und greife noch mal vorweg. Und so heißt die Tagung natürlich auch Minecraft. Es gibt natürlich auch andere, aber Minecraft ist eine der Möglichkeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, klappt das mit dem Video, wenn wir das wollen? Und da ist jetzt noch mal die große Frage. Wer von euch hat noch nie von Minecraft gehört? Ihr seid auf einer Tagung, die Minecraft und Co. heißt. Das ist relativ nachvollziehbar. Soll ich ein kleines Einführungsvideo zeigen, was Minecraft so ungefähr ist? Damit es nicht so abstrakt ist? Ja? Ja. Ich habe das Kabel oben eingesteckt. Also, Minecraft ist ein Spiel, in dem alles aus Blöcken besteht, die einmal einen Meter groß sind. Und das Interessante an dem Spiel ist, dass man diese, dass man alle Blöcke abbauen kann und wieder aufbauen kann. Kommt jetzt gerade kein Ton. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Man sieht es jetzt einfach und sagt was dazu. Man sieht hier diese Welt, da läuft jetzt irgendwie dieser kleine Matschgall rum. Diese Welt ist riesig, die kann man entdecken. Man kann auch irgendwie, das ist jetzt viel zu dunkel hier, um es zu sehen, auch in den Untergrund gehen und kann auch im Untergrund entdecken und man kann sich Häuser bauen. Genau genommen ist es so, und ich unterbreche dementsprechend gerade mal das Video, es ist so, dass in der ersten Nacht, also es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, es kann nicht nur regnen, so wie man das hier sieht. Ist der Ton selbst schießen, wenn du rausmachst, oder sonst kannst du es einfach nur. Ist nicht so wichtig. Du erklärst es einfach. Nachts kommen Monster. Und wenn man, also am Anfang hat man keine Chance gegen diese Monster. Und die hauen einen und wenn die einen hauen, das ist zwar nicht so schlimm, man ist gleich wieder da, aber man hat die Gegenstände, die Blöcke, die man sich geholt hat, die man auch einsetzen kann, alle Blöcke zu machen. Und die praktisch, die sind dann wieder weg.
Und deswegen will man nicht, dass man da praktisch getötet werden. Wie gesagt, man respawnt sofort wieder, man ist sofort wieder da, das ist nicht so schlimm, aber ein Teil des Spielfortschritts ist eben wieder futsch. Und deswegen, was macht man? Man versucht sich irgendeine Art Behausung zu bauen. Also als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich mir einfach ein Loch im Boden gebuddelt und es zugemacht, als es dunkel geworden ist und die ersten Zombies kamen. Und dann habe ich 5 Minuten gewartet und immer wieder das Loch aufgemacht und geguckt, ob es wieder hell ist. Das war dann noch nicht so spannend. Also es war sehr spannend eigentlich, aber es, da habe ich mir dann gedacht, das ist irgendwie nicht der richtige Weg. Da habe ich mir irgendwie gedacht, wie kann ich denn zum Beispiel ein Fenster bauen? Oh, da gibt es ja Sand. Sieht ja gleich wieder Sand. Was ist denn, wenn ich Sand erwärme? Oh, dann kriege ich Glas. So funktioniert es im Spiel. Man kann immer Sachen kombinieren, man kann sich so einen Ofen bauen und kann dann praktisch Sand einschmelzen und dann habe ich Glas und dann hatte ich schon mal eine Möglichkeit, aus meinem Erdloch rauszugucken und konnte schauen. Dann habe ich mir noch eine Fackel gebaut, dann konnte ich währenddessen in der Nacht irgendwie noch rumbuddeln und noch neue Rohstoffe suchen und irgendwann, das war bei mir so und es ist bei fast allen so, ist es so, dass man sich denkt, ist ja ganz schön, ich kann jetzt hier rumbuddeln, es ist irgendwie auch ganz schön, dass ich rausschauen kann. Was nicht schön ist, ist mein Haus. Es ist ein Erdloch. Es ist hässlich. Ich will, dass es besser aussieht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, das ein bisschen schöner zu machen. Zum einen habe ich irgendwie Funktionalsachen geändert. Ich habe gesagt, ich baue da noch so eine Kiste rein und ich brauche genügend Platz und bla 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 bla. Und zum anderen, und ich habe dann so eine Tür gebaut. Und wenn man da über so eine Bodenplatte geht, dann geht die so auf und zu. Und das macht mir voll Spaß. Haha. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich immer angefangen habe zu schauen, so wie dieser junge Herr hier in diesem Video, ein Haus zu bauen, das irgendwie ästhetisch so ein bisschen schöner ist. Und das Ganze nimmt dann oft so ein bisschen überhand, dass Leute halt dann ziemlich abgefahrene Sachen bauen und immer größere Sachen bauen und hier Rollercoaster-Geschichten und ganze Dörfer und man kann auch mit Leuten zusammenbauen und eben hier Sachen kombinieren. Und das Spiel sagt einem überhaupt nicht, was man tun soll oder muss. Das Spiel ist ein sogenanntes Sandkastenspiel. Das ist wie ein Sandkasten. Ein Sandkasten sagt einem auch nicht, was man machen muss. Aber wenn man in einem Sandkasten spielt oder im Sandkasten ist, dann fängt man meistens irgendwann an, irgendwie kleine Förmchen zu machen und irgendwas zu bauen und am Ende vielleicht auf das wunderschön gebaute wieder drauf zu hüpfen, weil es so viel Spaß macht. Und all das quasi wird einfach von dem Sandkasten irgendwie nahegelegt. Und das ist bei Minecraft auch so. Also Minecraft praktisch regt die Kreativität an und erlaubt auch ganz viel Kreativität. Das heißt, es ist ein ganz, ganz freies Spiel und das haben wir uns zunutze gemacht. Zwar gibt es nämlich in 7. Klasse Gymnasium in Bayern das Thema in Kunst, Architektur und Design. Und mit einer befreundeten Lehrerin, der Julia Richers, mit der ich schon ganz viele tolle Projekte gemacht habe und die immer sehr offen ist, das ist ganz toll. Mit der haben wir überlegt, was machen wir denn da? Und haben dann gesagt, hey, das ist doch genau der richtige Moment, um mal Minecraft einzusetzen. Und mal zu sagen, wir machen einfach Schulunterricht lehrplankonform in einem Computerspiel. Und dann haben wir uns, ich gehe nur ganz kurz auf diesen Workshop ein, weil später mache ich ja noch einen Workshop selber, wo wir genau das tun, was wir da getan haben. Es gibt hier nachher noch mehrere Workshops. Tut mir leid, alle Leute im Internet, da müsst ihr schnell herfahren, um da noch mitzumachen. Aber für die Leute, die hier sind, die können ja nachher dabei sein. Und praktisch, ich gehe nur kurz auf den Workshop ein, weil ihr das dann selber einfach machen könnt, wenn ihr das wollt. Und das war dann ein Tagesworkshop, der ging von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Das haben wir dreimal mit verschiedenen Klassen gemacht. Ich habe es inzwischen noch viel öfter gemacht, in anderen Variationen. Und das war eine ganze Klassenstärke und die kamen ins Medienzentrum München und saßen dann zu zweit an einem Laptop. Und das Ganze wurde, die Klasse wurde aufgeteilt in 4 Gruppen, die in einer Welt gebaut haben. Und am Anfang hat diese Welt ungefähr so ausgesehen. Das heißt, man sieht jetzt hier in der Mitte einen gelbes Ding, Pfahl, und da gehen verschiedenfarbige Pfeile weg. Dieser Bereich ist so der blaue Bereich, das ist der weiße Bereich, das ist der grüne Bereich, das ist der rote Bereich. Und so haben diese 4 Gruppen gewusst, okay, da sollen wir im Großen und Ganzen hinbauen. Und dann haben wir uns eine Aufgabe überlegt, was sollen die eigentlich machen? Und die Aufgabe war, baut eine Wohngemeinschaft. Was ist denn eigentlich eine Wohngemeinschaft? Da haben wir halt praktisch diese Frage gestellt und haben gesagt, ja, ja, halt so Studenten-WG und so. Und ja, nee, jetzt haben wir ein bisschen Freitag gefasst. Wir haben gesagt, wie wollt ihr denn gerne zusammenleben? Was gehört dazu? Und haben die auch gesagt, ja, wir brauchen so verschiedene Sachen. Wir brauchen irgendwie Essen müssen wir irgendwo, irgendwie so Sanitärbereich, Schlafzimmer, so
ein Gemeinschaftsraum ist gut und dann einer noch so, ja, ein Garten wäre toll und der andere, ja, so ein Fußballplatz und dann haben die halt so Ideen entwickelt, was eigentlich so zum gemeinschaftlichen Wohnen irgendwie dazugehört und im Großen und Ganzen haben wir uns dann so ein bisschen darauf geeinigt oder haben sie sich darauf geeinigt, es gibt so diese vier Basisbedürfnisse, die man hat und da gibt es noch ganz viele Nice-to-haves, die man noch dazu bauen kann. Und dann kam aber die Frage auf und dann sagte einer, na gut, jetzt bauen wir hier in unserem blauen Bereich irgendwas Schönes hin und dann kommt jemand und macht es einfach wieder kaputt, weil jeden Stein, den ich hinbaue, kann ich auch wieder wegmachen. Was machen wir denn dann? Und dann haben wir gefragt, ja, was machen wir denn dann? Und dann hat der eine gesagt, ja, wollen wir einfach vielleicht so sagen, dass man halt nichts kaputt machen darf von anderen Leuten so? Und dann der andere, ja, aber vielleicht will ich es ja einfach nur besser machen. Und dann ging so eine Diskussion los, ja, wie macht man das jetzt? Und dann war irgendwann so das Ergebnis der Diskussion, man darf nichts von anderen kaputt machen, außer Rücksprache. Das heißt, ich muss erst mit den Leuten sprechen und dann kann ich auch, sei es in meinem eigenen Team oder in anderen Teams, was machen. Teilweise haben sie noch die Regel gemacht, man darf generell nicht zu den anderen Teams gehen und da hingucken, was schwer ist, weil man einfach durchschauen kann. Andere haben wieder gesagt, ihr dürft gerne gucken, aber fasst nichts an. Und andere haben wieder gesagt, ja gut, wenn ihr uns fragt, könnt ihr uns vielleicht auch unterstützen, wenn ihr schon fertig seid oder so, eine Idee habt. Auf jeden Fall haben die sich praktisch nach und nach so bestimmte Regeln gegeben. Und dann hat einer gesagt, ja, was ist, wenn jetzt jemand trotzdem was kaputt macht? Ja, was machen wir dann? Also wir haben einfach nicht viel gesagt. Wir haben quasi diese Aufgabe gestellt und aus dieser Aufgabe ergeben sich gewisse Probleme, wie zum Beispiel, was passiert, wenn jemand dann doch was kaputt macht? Und dann haben sie sich überlegt, verstrafen, verhängen wir selbst mit Mehrheitsbeschluss. Das heißt, wenn innerhalb von der Gruppe was passiert, überlegt die Gruppe, was sie mit demjenigen macht. Wenn es in der ganzen Gruppe, also in der ganzen Klasse passiert, dann müssen alle entscheiden. Mehrheitsbeschluss können im schlimmsten Fall die Person ausgeschlossen werden und muss dann Matheaufgaben im Nachbarraum machen. Jugendliche Schüler sind teilweise viel härter, als das die Lehrer dann oft auch sind. Das ist immer ganz spannend. Auf jeden Fall haben sie sich solche Sachen überlegt. Es gab auch Konflikte in den meisten von den Workshops unterschiedlicher Art und es war super, weil Konflikte sind ein super Gesprächsanlass, um sich um Themen Gedanken zu machen und mal zu überlegen, wie gehen wir denn mit diesen Konflikten um? Und das ist eben genau auch der Punkt. Jetzt sind wir nämlich bei der politischen Bildung, auch wenn es vielleicht der eine oder andere noch gar nicht gemerkt hat. Politische Bildung, also als ich mal meiner Mutter erzählt habe, ja, da machen wir so mit Minecraft und so politische Bildung und ich finde das Mandelhüpfen mit diesen Spielen, das fand sie noch nie so besonders toll. Und da haben wir immer wieder mal etwas angeregte Diskussionen, aber dann hat sie gesagt, ja, was hat das denn jetzt mit Politik zu tun? Die lernen jetzt ja nicht irgendwie, wie der Bundestag funktioniert oder die lernen ja nicht, was weiß ich, irgendwas über die verschiedenen Länder oder sowas. Das ist doch nicht Politik. Und naja, da habe ich, und ich glaube, da bin ich mit Tobi relativ ähnlich, einen etwas breiteren Politikbegriff. Die haben sich überlegt, wie man mit Mehrheitsbeschlüssen Strafen vergibt. Die haben sich überlegt, wie man gemeinschaftlich zusammen Sachen plant und baut. Da geht es ganz viel um Sozialkompetenzen, die in Folge, wenn ich ganz, ganz viele mehr Leute nehme und ganz viele Leute zusammenpacke, irgendwann dazu führen, dass man dann irgendwann mal einen Bundestag macht und sich dann auch überlegt, wie in einem Bundestag vielleicht eine Geschäftsordnung funktioniert, damit irgendwie jeder mal irgendwie drankommt, der was zu sagen hat, ohne so lange zu reden, dass er irgendwie alle anderen nervt. Und praktisch, das ist politische Bildung. Also sehe ich zumindest so. Und die kann man eben auch mit Minecraft machen und inzwischen hat sogar, glaube ich, auch meine Mutter das so eingesehen. Es muss noch nicht immer genau das draufstehen, was es dann wirklich ist. Das ist auch bei Spielfieber, sagen wir den Jugendlichen, die es spielen oder den Leuten, die es spielen, das ist ein Spiel, da geht es um Glücksspielsucht. Nee, das ist vielleicht irgendwo ein bisschen hinten drin versteckt. Das Spiel soll an sich denen erstmal Spaß machen, aber auch hier bei dem Ding sagen wir den Leuten ja nicht, heute machen wir politische Bildung, sondern wir stellen einfach eine Aufgabe, die sie lösen wollen, auf die sie Bock haben und dann kommen sie und dann lernen sie so nebenbei solche Sachen. Ganz wichtig, ihr dürft Fragen stellen. Ich rede immer viel und gerne. Wenn ihr eine Frage habt, einfach Hand heben, dann versuche ich darauf einzugehen oder sage, will ich nicht beantworten oder kommt später. Habt keine Angst. Und es wäre schön, wenn hier und da mal jemand nachschaut in dieses Pad und guckt, ob da vielleicht jemand eine Frage stellt. Das wäre ganz spannend. Oder sogar vielleicht ob auf den Kommentaren bei den Google Hangout oder sowas was passiert. Genau. Hat denn jemand momentan schon irgendeine Frage? Ja. Einfach mal zum Zugang. Ich habe immer das Gefühl, die Grundvoraussetzung ist, dass die Jugendlichen, mit denen man das macht, schon Minecraft-affin sind und generell damit zurechtkommen.
kann man das wirklich nahezu voraussetzen, sag ich mal? Oder das macht man, wenn man eine Gruppe hat, 15 Leute, 10 kennen das auswendig, 3 haben es schon mal in der Hand gehabt und 2 stehen völlig im Wald. Denen muss ich die WASD-Steuerung noch erklären. Wie gehe ich damit um? Funktioniert das trotzdem? Ich wiederhole die Frage nochmal, weil vielleicht irgendwie das übers Internet nicht so rankam, weil die Leute nicht am Mikro sitzen. Kann ich voraussetzen, dass jeder schon Minecraft kennt? Kann ich sowas nur einsetzen, wenn alle schon Minecraft kennen? Es kennt nicht jeder Minecraft. Also es kennt zwar fast alle Jugendlichen Minecraft. Minecraft ist das am meistverkaufte Spiel aller Zeiten, ever. Wenn man Spiele, die gar nicht direkt verkauft wurden, wie zum Beispiel Mario Brothers, also ist kurz so die Verteidigung aller Nerds, die sagen, sie wissen es besser, wie zum Beispiel Super Mario Brothers oder Tetris, die waren schon direkt beim Game Boy dabei oder beim NES und so weiter und deswegen gab es davon mehr ausgelieferte Dinger, aber praktisch das meist verkaufte Spiel, wo Leute Geld für ausgegeben haben, ist Minecraft und deswegen, und es wird auch momentan noch sehr, sehr viel gespielt, vor allem bei typischerweise so Jungs, die so ein bisschen jünger sind, das ist aber relativ universell, auch viele Mädels spielen das und viele haben davon schon mal gehört, man kann es auch auf dem Handy spielen, hat eine sehr große Verbreitung, aber natürlich hat noch nicht jemand das gespielt und natürlich gibt es auch ganz viele, die finden das total blöd, die Jungs in der Klasse, die sitzen über ihrem blöden Minecraft, das nervt, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich am Anfang von so einem Workshop, gehe ich da ein bisschen anders ran. Ich sage am Anfang, okay, wer von euch hat sich schon mal mit Architektur beschäftigt? Und dann so kommt so einer so, oder zwei und dann sage ich, okay, wer hat schon mal mit Bauklötzen irgendwas gebaut und dann so eigentlich alle und wer hat von euch hat schon mal im Sandkasten irgendwie ein Schloss oder irgendwas anderes gebaut, das sind irgendwie auch irgendwie so alle und wer hat vielleicht schon mal so einen Plan gezeichnet von so einem Haus, das sind auch schon halbwegs viele oder wer hat mal ein Haus gezeichnet, das sind auch schon mal viele, das sind ja alles Leute, die haben sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Architektur beschäftigt. Das sage ich denen, also ihr habt euch jetzt an sich ja eigentlich mit Ästhetik, Bauästhetik und so weiter beschäftigt, ihr habt vielleicht nicht wissenschaftlich oder ausgebildet oder so gemacht, aber ihr habt euch die Frage gestellt, wie sieht es vielleicht besser aus, wenn ich das so oder so oder so mache. Auch wenn sie dann vielleicht gar nicht wussten, was das Barock oder irgendwas macht, vielleicht haben sie eine Säule hingemacht. Und dann könnte jetzt jemand ankommen und sagen, oh, die war jetzt irgendwie konisch oder und so weiter. Aber sie haben sich einfach mit dem Thema schon mal beschäftigt. Das ist ein Thema, das hat eigentlich jeder. Wer von euch, ich frage jetzt nochmal einfach, hat sich unter diesem Architekturbegriff schon mal mit Architektur beschäftigt? Und wer sich nicht meldet, der muss mir erklären, ob er einfach nicht aufgepasst hat oder ob er einfach wirklich das total blöd findet. Okay, also ich sage jetzt einfach mal viele. Und das ist also dementsprechend ein sehr universelles Thema. Und wenn ich so rangehe, dann kann ich ziemlich viele Leute packen. Und das Spiel selber ist einfach so simpel aufgebaut. Und es ist halt die Sache, das ist halt ein kommerzielles Spiel. Da haben Leute, also es ist extrem erfolgreich. Es ist deswegen so erfolgreich, weil es so eingängig ist. Weil es so einfach ist und weil es so einen, ich sag mal, universellen Zugang bietet vielen Leuten. Es funktioniert halt schon. Ein Lernspiel, das ich dafür mache, damit es irgendwie genau das tut, das macht es nicht so gut meistens. Oder ich gehe nochmal weiter. Es gibt, ich würde sagen, bestimmt mehr als 100 Spiele-Klons von, also mit anderen Worten, nachgebaute Minecraft-Versionen von irgendwelchen Leuten, die es ein bisschen anders gemacht haben. Und die sind teilweise toll, aber mit Abstand am erfolgreichsten ist einfach das Original, weil das Original irgendwas hat, was die anderen halt nicht haben. Und sei es auch nur eine riesen Community, dass schon so viele andere Leute das machen. Aber das heißt, wenn ich dieses Spiel jemand vorsetze, ist die Chance erheblich größer, dass der grundsätzlich damit zurechtkommt oder irgendwie Spaß dran hat, als vielleicht mit irgendwas, was ich als Lernspielpädagoge irgendwie so mit wenig Budget mal irgendwie hingebastelt habe. Deswegen, ja, das funktioniert. Innerhalb von kürzester Zeit irgendwie packen sie sich da rein. Und also bei einem Workshop, das war in der Situli-Schule, da war das schlechteste Feedback, ja, also ich dachte ja eigentlich vorhin, das ist irgendwie ziemlich blöd, das hat dann doch eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Das war das schlechteste Feedback. Alle anderen haben ihm gesagt, boah, das war voll cool und boah, und wir haben mit Spielen was gemacht, das war irgendwie toll. Und vorher waren auch viele, vor allem auch Mädels, die gesagt haben, ich finde Computerspiele irgendwie blöd, weil das ist voll das Nerd-Thema und ich bin halt kein Nerd. Das ist ja auch immer so eine Art Selbstbeschreibung, also auch, dass ich, wer ist ein Gamer? Das ist immer die Frage, wer ist ein Gamer, wer nicht? Da gibt es auch eine interessante Diskussion mit dem Gamersgate oder Gamergate, dass das sich einfach der Spielebegriff sich wandelt, weil viel mehr Leute mit Handys und Smartphones spielen. Sind es Spieler oder sind es Leute, die nur so ein bisschen hier und da mal spielen, wenn keiner guckt und sich nicht als Spieler bezeichnen? Also bin ich quasi jemand, der hier und da mitbekommt, was so im Fußball passiert, oder bin ich ein Fußballfan?
könnte man es so unterscheiden. Und inzwischen ist es so, dass eigentlich fast alle Jugendlichen irgendwie mal an das Thema Spiele kommen, aber sich vielleicht auch nicht unbedingt so selber bezeichnen. Auch gerade die Leute, die sich nicht so selber bezeichnen, bei denen hat man oft erstmal ein bisschen Widerstand, wenn man sich mit Computerspielen beschäftigt, aber da kommt man meistens irgendwie dann auch drüber weg, wenn man das irgendwie ganz nett aufbaut. Genau. Ist die Frage damit so ein bisschen beantwortet? Also grundsätzlich ist das Spiel so einfach, dass man innerhalb von ein paar Stunden alle da reinbekommt. Also ich habe das schon mehrmals mit Kindern gemacht, ich habe das mit dem Kindermuseum, ich habe das, da waren es aber meistens immer welche, die sowieso sich schon angemeldet haben, aber ich habe es mehrmals mit Schulen gemacht und es klappt. Die Steuerung ist einfach genug. Es werden auch immer zwei Leute an einen Laptop gepackt. Das heißt mit anderen Worten, ich versuche halt, dass zum einen in jedem großen, also in jedem Team, das sind ja meistens so 7 Leute, zumindest einer dabei ist, der das Spiel schon halbwegs kennt, weil der wird dann erstmal gefragt oder die wird erstmal gefragt, bevor alle Fragen an mich kommen. Und zum anderen sitzen sie zu zweit an einem PC, was dazu führt, dass zum Beispiel sie schon mal diskutieren müssen, was sie jetzt eigentlich machen und irgendwie den Konflikt haben, ich will oder ich will nicht und so. Da müssen sie halt sich immer auseinandersetzen, das ist schon spannend, und zudem sich unterstützen können. Ah, okay, so geht es. Interessant ist dann irgendwie spannend, wenn dann irgendwie zwei Leute gleichzeitig Minecraft spielen, einer die Maus hat und die andere irgendwie steuert. Das ist immer sehr lustig zuzugucken, geht aber irgendwie auch. Genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich werde nicht stärker noch auf diesen Workshop eingehen. Ich zeige nur vielleicht nachher noch, was in dem Workshop entstanden ist. Ach, das mache ich doch einfach gleich. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf später. Ich muss mal kurz hier aus dem Vollbildmodus rausgehen. Ne? Pausenmusik muss man jetzt gerade denken. So, wir sehen hier gerade live on air sind wir, hoffentlich immer noch eingeloggt. Ganz viel, was man hier sieht, das ist aus einem anderen Projekt, das auch gemacht wurde, in dem Fall eben hier von der Evangelischen Akademie, also mit anderen Worten unter anderem Tobias Thiel. Das heißt Stadt der Zukunft, da werden wir noch andere Sachen drüber hören. Ich will aber eigentlich woanders hin. Ich hoffe nur mal, ich finde da, wo ich hin muss. Hat jemand, weißt du, wo ich, in welche Richtung ich... Die Teleporter gibt's, glaube ich. Genau, wo sind die Teleporter? Hier sind Teleporter, gell? Also, wir sind praktisch in dem Spiel Minecraft, RIT. So, und jetzt bin ich in so einem Überblicksding. Okay, aber ich fliege da jetzt einfach mal so direkt hin. Man sieht jetzt vielleicht hier in der Mitte, da wo dieses README steht, ist dieses zentrale Böller, den wir vorhin gesehen haben. Und dieser zentrale Böller, der unterscheidet ja die verschiedenen Gruppen. Das heißt, alles, was da hinten ist, ist das weiße Team. Passend, die haben sogar in weiß gebaut. Hier ist das grüne Team und so weiter. Und zum Beispiel dieses Team, die haben sich eben überlegt. Das ist eine kurze Frage. Hat jemand eine Assoziation? Wie sieht denn dieser Grundriss vielleicht aus? Was könnte das denn vielleicht sein, was man da gerade sieht? Ein bisschen Fantasie und Abstraktionsvermögen. Was für einem Gegenstand entspricht das? Wieder ein bisschen Montagsmaler gestern? Hm? Es ist nicht Luther. Es ist auch keine Katze. Hatten wir gestern immer. Auch keine Maus. Unten grün mit so komischen Dingern. Oben eine Blume. Ich bräuchte so Süßigkeiten. Könnte ich mal Süßigkeiten reinschmeißen. Das macht mir voll Spaß. Da machen die Leute viel mehr mit. Das war eine Mädelsgruppe. Die haben gesagt, wir würden gerne als Grundriss eine Blume nehmen. In den Stängel packen wir die Toilette und die Küche. Und in die 4 Blütenblätter machen wir die 4 individuellen Bereiche von den Leuten. Und hier gibt es einfach einen Park, so eine Art Gemeinschaftsraum in der Mitte. Und ich kann jetzt hier reingehen und sehe hier ein Bett. Das ist alles sehr blockig, das ist eben Minecraft. Minecraft ist alles quasi einmal einen Meter groß. Man kann aber trotzdem Sachen machen. Fast alle haben immer interessanterweise eine Bücherwand eingebaut. Bücher sind doch nicht tot. Hier kann ich irgendwie schön herumsitzen. Hier oben habe ich nochmal irgendeinen Bereich, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Was ist denn da drin? Aha, ein großer Fernseher soll das ungefähr sein, mit Sitzkommode und so weiter. Und
diese ganzen Bereiche sehen auch wieder unterschiedlich aus. Hier mit so Patronen, auch so Gästebett, auch wieder hier oben, also in der Beziehung relativ ähnlich, whatever. Auf jeden Fall haben die einen ziemlich abgefahrenen Grundriss gewählt, hier sogar mit Baum, der rauswächst. Was auch ganz spannend ist, ist hier dieses Team. Die haben eine große Plattform gebaut und auf dieser Plattform haben sie vier Häuser gebaut, die ganz unterschiedlich aussehen. Das ist irgendwie so ganz edel mit ganz viel Marmor. Das ist alles ganz grün und praktisch mit so pflanzenartigen Wänden gemacht. Da wächst auch wieder ein Baum raus und da drin gibt es eine funktionierende Dusche, die jemand gebaut hat, weil man kann nämlich bei Minecraft auch Funktionalitäten einbauen. Und dann gab es zum Beispiel eine andere Gruppe, das ist die Gruppe, zu der ich jetzt gerade fliege, die haben praktisch ganz am Anfang ihren Bereich, das ist der rote Bereich, aufgeteilt in vier Bereiche und dann jeweils für sich gebaut. Und es wurde dann später bei einer Abschlussdiskussion kritisiert, was ist denn daran Wohngemeinschaft? Ihr habt doch einfach vier verschiedene Bereiche gehabt, wo ist denn euer Zusammenleben und so einen, wurden die quasi dafür, also die haben tolle Sachen gebaut, aber sie haben praktisch so ein bisschen vielleicht so eine Art Themenverfehlung gemacht. Und da haben sich eben auch die Jugendlichen dann wieder unterhalten darüber, was ist es eigentlich, ist es eine Wohngemeinschaft? Und wir haben nur noch zusätzlich Sachen gesagt und dann zum Beispiel erklärt, dass es einfach verschiedene Herangehensweisen an Architektur gibt, wie zum Beispiel, dass man sagt, man designt eine Außenbegrenzung und in die baut man bestimmte Sachen ein, also wie hier. Meistens ist es so, man hat einen viereckigen Bereich und da muss irgendwie alles reinpassen. Hier ist es so, wir haben uns die Blume überlegt und die Raumgrößen sind folgend der Außenstruktur. Das ist eine Herangehensweise. Eine andere Herangehensweise ist, dass ich sage, ich brauche den Raum, ich brauche den Raum und den Raum und am Ende habe ich ein außen ziemlich, also nicht nach außen gerade Gebäude, sondern das eher so funktional nach innen vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Das sind so zwei Herangehensweisen an Architektur. Schön war nämlich, dass teilweise bei diesen Projekten auch eine Architektin dabei war, die uns einfach mal erzählt hat, was sie hier gerade gemacht haben. Und das super spannend war, das nochmal da voll in die Tiefe zu gehen. Genau. So viel dazu. Es gibt aber noch ganz viele andere Möglichkeiten, Minecraft einzusetzen. Ich komme noch zu anderen Beispielen. Und zwar, das war jetzt praktisch ein Schulworkshop, der war von einem Projekttag auch wieder rum. Eine andere Möglichkeit, was man machen kann, ist einen dauerhaften Server zu starten. Da gibt es auch ganz erfahrene Leute, die nachher auch dazu berichten vom Spiellabor. Ich habe, das ist mal ganz fies mit solchen Sachen, ich mache auch das Game-Labor. Es gibt aber auch das Games-Labor und ganz viele andere Sachen. Das Game-Labor, da geht es um, wie man programmieren lernt mit Spielen, unter anderem mit dem Thema Kodu. So, Name-Dropping fürs Internet. Also jetzt könnt ihr gleich wieder die URL nehmen und in das Pad reinpacken, damit dann Leute da draufklicken können, so als Hinweis. Hausaufgabe quasi. Bei so einem dauerhaften Server, das Bild passt eigentlich ganz, das ist eher so eine Art Montagsmaler auch gewesen, das wir gemacht haben. Das ist so ein Montagsmaler, das ist so ein ganz kurzes Projekt, da muss man, da in dem Fall war es so, die haben ein Thema bekommen und sollten innerhalb von ganz kurzer Zeit was dazu bauen und da wurde geguckt, ob man es erkennt. Hat jemand eine Idee, was das vielleicht sein könnte, was das Thema da war? Ich brauche Süßigkeiten zum Reinschmeißen. Wie bitte? Mittelalter. Mittelalter, genau. Also es sind so ein paar kleine Burgen zustande gekommen. Das unten ist eine Krone und daneben sieht man nicht so gut einen Galgen. Genau. Und was man aber eben auch machen kann, ist, dass ich sagen kann, ich habe einen dauerhaften Server. Dieser Server besteht immer fort. Der besteht über mehrere Monate und da kann sich was entwickeln. Und der zweite Workshop, der heute auch stattfindet, oder ein zweiter Workshop eben vom Spiellabor, die bauen auch gerade an sowas herum. Das heißt, wie nochmal? Die Forscherkolonie. Das heißt, man macht praktisch, man sagt, ihr seid Forscher und als Forscher könnt ihr euch damit beschäftigen mit verschiedenen Problemen und das können die nachher. Hier ist ja der Kreativmodus, wo man alle Blöcke zur Verfügung hat und wir machen halt viel auch so Sachen, man hat eben nicht alle Blöcke zur Verfügung, man spielt im Lebensmodus und muss sich diese Ressourcen selber quasi
erarbeiten, abbauen und so weiter. Und da kommen halt nochmal andere Probleme auf, die man dann lösen muss. Es gibt halt bestimmte Aufgaben, dass sich jemand halt regelmäßig um Nahrung kümmert oder um Finanzen, um auch kleines Geldsystem. Also solche Sachen. Und wir arbeiten halt auch recht viel mit Mods, also Modifikationen, die nochmal zusätzliche Inhalte reinbringen, wie zum Beispiel leichte Programmierung oder auch eigene kleine, also Nichtspielercharaktere zu erstellen und eben auch spezifischere Lerninhalte reinzubringen, wie was weiß ich, Chemie, Biologie, sowas in der Art. Ich wiederhole nochmal hier für das Internet, falls man es sich nicht verstanden hat. Das Feedback, dass das Zuschauerraum gut zu verstehen sei. Echt? Oh, und es gibt Feedback. Wir werden beobachtet. Sieht man da, wie viele Leute zugucken? Es waren nicht wahnsinnig viele. Also wollen wir uns mal 3 oder 4. Ja, das ist aber auch schön. Also man kann das sich auch im Nachhinein nochmal anschauen. Das heißt, ihr müsst jetzt gar nicht aufpassen, ihr könnt alles daheim nochmal angucken. Ganz praktisch. Auf jeden Fall kenne ich ein Beispiel aus dem Intermezzo. Das Intermezzo ist ein Jugendzentrum in München und dort gibt es einen sehr, sehr coolen Pädagogen, der einfach selber gerne Minecraft spielt und das schon recht frühzeitig aufgesetzt hat, einen Server bei sich im Jugendzentrum. Und der hat sich eben auch sowas Ähnliches überlegt, hat einen sogenannten persistenten Server, also einen Server, der quasi fortbesteht, gemacht, hat am Anfang gesagt, okay, ihr habt so ein paar Blöcke, die gebe ich euch schon mal, weil Eisen, da kommt ihr so schwer ran am Anfang und noch ein paar andere Sachen, damit ihr gleich mal so eine Art Startschuss bekommt, weil eben anders als in diesem Kreativmodus, wo man alle Blöcke hat, was wichtig ist für einen Schulworkshop, wo ich nicht viel Zeit habe und einfach sage, oh, ich will gerne, dass meine Außenwand weiß ist, oh, dann nehme ich warm Marmor, aber an Marmor zu kommen, ist halt schwierig. Im Spieler würde ich ja irgendwie tagelang suchen, um genügend Marmor zusammenzubekommen für meine riesenhohe Plattform. Deswegen nehme ich diesen sogenannten Kreativmodus, wo ich zum einen fliegen kann und zum anderen alle Blöcke habe. Und in dem anderen, da geht es um den Survival-Modus, da kann ich, wenn ich runterfalle, zum Beispiel auch, bin ich quasi tot und nachts kommen die Monster und so. Und das heißt aber auch, es ist viel spannender, weil ich muss, es hat alles einen Wert. Ein Marmorblock hat einen gewissen Wert, weil er hat einfach Zeit gekostet, den mir zu holen. Und deswegen gibt es dann zum Beispiel auch wieder Konflikte, weil die haben sich dann so kleine Häuschen gebaut und im Häuschen hatten sie dann irgendwie eine kleine Kiste und da haben sie alle reingepackt jeweils, was sie so hatten, wenn sie mal nicht eingeloggt waren. Und dann kam es natürlich irgendwann mal vor, dass jemand da geklaut hat. Und dann gab es diesen Konflikt und dann hat man gesagt, was macht man jetzt da? Und dann haben sie sich selber darauf geeinigt, das darf man halt nicht. Also man darf halt nicht in die Häuser von den anderen reingehen. Da steht bei jedem Haus, steht vor der Tür was und wer dann darf man halt nicht reingehen. Könnte man natürlich trotzdem. Das ist nicht wirklich technisch geklärt. Also aber da geht es dann auch wieder um Vertrauen und so weiter. Ist ja auch einfach im normalen Leben so, dass es irgendwie schlussendlich nicht alles überwacht werden kann. Vielleicht wird auch mal was geklaut, dann hat man auch ein Problem und da muss man sich damit auseinandersetzen. Passiert im Jugendzentrum die ganze Zeit. Eine andere Sache ist, man kann normalerweise in dem Spiel praktisch kämpfen. Das macht auch total viel Spaß. Das nutze ich aber auch teilweise so ein bisschen ab, weil es war teilweise frustig. Da kommt jemand von einem, der ist ganz weit gelaufen und hat irgendwelche tollen Blöcke gefunden, kommt zurück, wird hinterrücks überfallen und sofort umgehauen und seine ganzen Blöcke sind weg und der andere hat die Blöcke. Hat er sich riesig aufgeregt, riesen Stress. Was haben sie gemacht? Haben sich dann zusammengesetzt, also die Jugendlichen selber unter der Moderation von dem Pädagogen und haben gesagt, okay, wir machen das so, so ähnlich wie im Jugendzentrum, wo es auch so eine Art Raufraum gibt, wo man drin raufen kann und aber auch so Matten sind, dass da niemand sich wirklich ernsthaft wehtut. Gibt es jetzt auch so eine Arena, dann haben sie eine Arena gebaut und der darf man kämpfen. Wenn man da reingeht, ist klar, kämpfen. Da geht man auch nur rein, wenn man seine ganzen Gegenstände vorher einfach in seine Kiste gepackt hat, dann sind die nämlich nicht weg, wenn man getötet wird. Also getötet immer in Anführungszeichen, man ist sofort wieder da und kann weiterspielen. Und das macht ja auch Spaß, so zu kämpfen, aber auf der anderen Seite ist man sicher, dass man nicht ständig überfallen wird. Und solche Regeln gab es dann mehr und mehr. Und schlussendlich kann man sagen, dass nach einem halben Jahr eigentlich die gleichen Regeln in dieser Spielewelt gegolten haben wie im Jugendzentrum selber. Nur, dass nicht der Pädagoge gesagt hat, so muss das laufen, sondern dass die Jugendlichen selber gesagt haben, wir wollen das so machen, damit wir besser zusammenarbeiten können. Politische Bildung. Die haben sich selber überlegt, wie können wir am besten gemeinsam agieren. Finde ich super spannend. Sowas kann gerade mit solchen persistenten Geschichten echt spannend sein, also mit Servern, die ganz lange bestehen. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Beispiele. Ich möchte auf jeden Fall noch eins eingehen, das ist
Es gibt eine Modifikation von Minecraft, die heißt Minecraft Edu und die ist quasi gemacht für Lernumgebungen, für Pädagogen. Da gibt es auch Lehrer- und Schülerrollen und so bestimmte Blöcke und so weiter. Da gehen wir nachher in den beiden Workshops jeweils auch drauf ein. Und da gibt es ganz, ganz viele bestehende Konzepte, die auch schon von Lehrern oder für Lehrer aufbereitet sind, wo man sich praktisch einen Sessionplan, vieles ist auf Englisch. In Deutschland ist es ja relativ schwer, irgendwie Spiele in die Schulen zu bekommen, aus vielen Gründen, die wir heute Morgen und gestern Abend bei Bier und auch so schon besprochen haben, noch weiter besprechen werden. Aber es ist so, dass einfach, während es doch in teilweise anderen Ländern erheblich leichter ist, so zum Beispiel gibt es auch in Schweden eine Schule, die hat als Pflichtunterricht Minecraft. Aber auch in Schweden ist nicht in jeder Schule Minecraft offensichtlich. Aber zumindest während es tausende Schulen auf der Welt gibt, die so eine Minecraft-Edu-Lizenz haben, gibt es vielleicht, also der Santeri, der das macht, gesagt, ich glaube, man kann sich so an ein oder zwei Händen abziehen, wie viel es in Deutschland sind. Das ist natürlich sehr schade. Und da ist auch hier gerade noch mal die Überlegung aufgekommen, dass man vielleicht mal ein offenes Treffen macht, wo Leute zusammenkommen können, die sagen können, Minecraft und Lehren oder Lernen ist interessant. In dem Etherpad ist schon so eine Startidee, wann, wie, wo man sowas machen kann. Das wird, glaube ich, in den nächsten Tagen entstehen. So eine Art Minecraft-Barcamp, wo es dann auch um solche Themen geht. Und da werde ich versuchen, dass der Santeri kommt. Da werde ich ihn einfach mal fragen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Da werde ich sie schon nicken hier. Und auf jeden Fall, da gibt es zum Beispiel eben dieses Wonderful World of Humanities und ich schaue einfach mal, ob das Video funktioniert. Leider ist es jetzt so, dass natürlich der Ton wieder nicht kommt, deswegen muss ich jetzt so die Töne dafür da machen. Also, man sieht jetzt eine Riesenwelt, SPQR, vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, das hat irgendwas mit Rom zu tun. Beyond the Classroom, tada, hier so eine Art Azteken- oder Maya-Geschichte. Play video games to improve your grades. With the places, people and times that you've heard of. Das Kolosseum hat man kurz gesehen, ganz riesig. Explore online with your friends. Tada! Ist das nicht alles toll? Und sieht hier ganz viele verschiedene Gebäude und auch verschiedene Zeiten, die da irgendwie abgebildet werden. A world of history and mythology. Und hier so ein bisschen pharaonenmäßig. Ganz viele verschiedene Zeiten, die da irgendwie mal abgebildet werden, hier was Fernöstliches, hier so eine Art Zeitstrahl, wann was stattgefunden hat, das war jetzt alles ein bisschen schnell. The Wonderful World of Humanities von einem Lehrer gestartet aus Kuwait, der ist an der amerikanischen Schule in Kuwait und ist ein ziemlicher Minecraft-Nerd und hat praktisch eine riesige Welt gebaut, bei der man hier so eine Art Überblick sieht. Da sieht man da hier das Kolosseum. Der hat das bestimmt nicht alles selber gebaut, sondern es hat irgendjemand mal ein Kolosseum gebaut und dann konnte er das kopieren und da reinkopieren. Das ist sehr schön. Die Minecraft-Community ist sehr offen und frei und man kann sich da bedienen. Und er hat praktisch eine Welt gebaut, in der ganz, ganz viele verschiedene Zeitepochen stattfinden. Und der macht Geschichtsunterricht in Minecraft. Das heißt, der sagt, okay, heute haben wir das Thema. Also ich war noch nie in seinem Unterricht, ich weiß nicht, wie er es genau macht. Ich sage jetzt mal, er macht so, aber haben wir das Thema Rom? Loggt euch mal in Minecraft ein. Und geht da und dahin zum Kolosseum. Und dann kommen die zum Kolosseum. Und beim Kolosseum ist es dann so, dass sie so eine Art, da kommt jemand und sagt, ah ja, wir haben ein Problem, irgendwie die Gladiatoren sind alle abgehauen und blablabla. Und jetzt müssen die bestimmte Aufgaben lösen. Und dabei kriegen die zum einen natürlich die Ästhetik mit. Was ist so ein Kolosseum? Wofür war das da? Vielleicht kommen dann solche Themen wie Brot und Spiele rein, wo man auch gestern schon mal kurz drüber gesprochen hat, dass auch schon im alten Rom den politisch relevanten Leuten, also die ganz oben saßen, klar war, solange die Leute was zu futtern haben und solange sie irgendwie Spaß haben durch Spiele und Ablenkung, dann mucken sie nicht auf und wir können im Großen und Ganzen so regieren, wie wir wollen. Das ist bis heute so. Also fast alle Revolutionen, die stattgefunden haben, haben nicht unbedingt dann stattgefunden, wenn die Leute sauer waren, weil politisch ihnen was nicht gepasst hat, sondern meistens, wenn sie nicht genügend zu futtern hatten. Auch zum Beispiel die Französische Revolution war, glaube ich, in der Zeit, wo es irgendwie gerade mal relativ schwierig war mit der Brotversorgung. Da gibt es ja auch diesen Spruch mit von der Marie Antoinette, die ja zugesprochen wird. Die Leute haben nicht kein Brot mehr zu essen, dann sollen sie halt Kuchen essen. Gut, auf jeden Fall ist es so, dass praktisch eher Humanities, also Geisteswissenschaften im gewissen Sinne oder sowas, aber halt, ich sage das mal, Geschichtsunterricht vermittelt über dieses Spiel. Genau. Es gibt ganz viele andere Konzepte und ich würde ganz gerne das Thema Minecraft jetzt mal ab,
schließen und dann nochmal auf andere Themen kommen. Hat gerade noch jemand eine Minecraft-spezifische Frage? Also man kann auch ganz viel mit Biologieunterricht machen. Wir haben gestern ein schönes Beispiel gesehen, das auch verlinkt ist im Pad von Gerrit Neundorf, der mit einer Schulklasse, mit einer AG, eine Schul-AG gegründet hat. Und in der Schul-AG haben sich die Schüler selber überlegt, wie man denn einen Unterricht machen könnte, wo man das, eine Pflanze, versteht ihr? Die Transportwege der Pflanze. Die haben praktisch sich überlegt, wie kann man die Transportwege der Pflanze erlernen im Thema, im Spiel Minecraft. Und zum einen haben sie natürlich dabei gelernt, wie man überhaupt mal lehrt und auch wie Lernen wohl funktioniert, haben sich das selber überlegt in dieser Projektklasse. Zum anderen haben sie auch was erarbeitet, was man jetzt frei verfügbar ist oder verfügbar werden soll. Und das kann sich dann jetzt ein Biologielehrer runterladen und kann sagen, okay, jetzt muss ich es nicht mehr alles selber bauen. Die haben sich schon Gedanken gemacht, ich kann das einfach umsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele solche Beispiele online in der Community von Minecraft Edu. Ist auch nicht so teuer, kostet irgendwie so 30 Euro plus, braucht man halt pro Person, die rumspielt, glaube ich, 20 Euro für eine Lizenz, also pro Rechner, auf dem es installiert wird. Genau. Fragen? Ja. Vielleicht eine ziemlich allumfassende Frage. Warum wird Minecraft also für Bildungszwecke eingesetzt und keine anderen Spiele? SimCity also, könnte man ja auch für bestimmte. SimCity ist ein wunderbares Beispiel. SimCity Edu wird eingesetzt. Also es ist so, dass es gibt bestimmte kommerzielle Spiele, die sich sehr anbieten. Und teilweise ist es so, dass die Spielehersteller das mitbekommen und Initiativen gründen, um das zu unterstützen. Beispiele dafür, die habe ich jetzt leider als Grafik hier nicht drin, ist SimCity Edu. Das ist praktisch eine Variante vom aktuellen SimCity, bei dem, ich gehe jetzt einfach mal nicht auf die Webseite, wo es eben dann auch Sessionpläne gibt, wo es Lehrpläne für gibt, das angepasst ist, dass man leichter damit in der Schule arbeiten kann. Also zum Beispiel auch das Minecraft Edu braucht nicht unbedingt einen Internetzugang. Internetzugang ist in vielen Schulen einfach schwierig. Da an sowas kann es haken und das ist halt dann bei Minecraft Edu nicht so ein Stress. Und auch bei SimCity Edu, da haben sie sich praktisch Pädagogen und die Leute von dieser Computerspielefirma zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das einfach auch sinnvoll nutzen in der Schule. Ein anderes schönes Beispiel ist Portal. Portal ist ein wunderbares Spiel, ist quasi ein Ego-Shooter, wo man aber keine Waffe hat, mit der man schießt, sondern mit der macht man Portale. Ich kann hier jetzt ein grünes Portal hinmachen und da ein rotes Portal hinmachen und wenn ich da durchgehe, komme ich da wieder raus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das eine Portal dahin mache und das andere Portal dahin mache und ich gehe hier rein, dann fliege ich da wieder raus und dann werde ich immer schneller. Das ist mit dem physikalischen System auch. Und dann bin ich irgendwann Fallgeschwindigkeit. Fallgeschwindigkeit, wir haben hier einen Physiker, wie alt, wie groß ist die Fallgeschwindigkeit? 300 km/h, 250 km/h, sowas? Außer man ist Baumgartner und kommt durch. In der Regel immer schneller. Ja, aber dann gibt es halt Luftwiderstand und wenn man nicht gerade Baumgarten und ganz oben runterspringt, dann wird man nicht schneller, glaube ich, also 300. Auf jeden Fall ist man dann ziemlich schnell und wenn ich jetzt gerade hier durchfliege und dann aber da wieder dieses Portal hinsetze, dann fliege ich mit 300 km/h durch den Boden durch und schieße hier mit 300 km/h durch, raus und kann zum Beispiel über ein riesiges Loch im Boden somit hinwegkommen, weil eben ich ja so schnell bin und diesen Vorwärts behalte durch dieses Portal und dann fliegt er so durch. Hui. Und das ist total spannend, das im Physikunterricht einzusetzen für alle möglichen Sachen. Und Leuten mal zu sagen, okay, ihr müsst diese Aufgabe lösen und es macht Spaß. Und dann lernen wir sowas wie Schwerkraft und ich kenne diese ganzen Begriffe nicht mehr, aber ich habe das Spiel durchgespielt, das heißt, ich bin anscheinend Experte für bestimmte physikalische Phänomene. Wenn man also das heißt, glaube ich, Teaching with Portals oder Learning with Portals, sind zwei verschiedene Webseiten. Wenn man auf Teaching with Portals geht und dort seine Daten eingibt von seiner Schule, habe ich mal gemacht, kriegt man innerhalb von einer Woche 20 Lizenzen für das Spiel kostenlos. Plus Lehrmaterial. Ist das nicht cool? Also, man kriegt da, es gibt andere Sachen natürlich auch. Ein bekanntes Spiel, das viel auch im Physikunterricht eingesetzt wird, ist zum Beispiel auch Ludwig. Ludwig ist so eine Art Lern-Physikspiel. Das ist jetzt ein Lernspiel, das wurde zum Lernen entwickelt, ist aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich habe es selber noch nicht eingesetzt, deswegen kann ich nicht zu viel dazu sagen. Hast du vielleicht zum Beispiel Erfahrung damit? Nein, ich habe nur gesagt bekommen, dass das im Lehrplan von Österreich aufgenommen
sein. Genau, das ist auch irgendwie eine österreichische Initiative oder eine österreichische Firma und das wird dort relativ stark irgendwie integriert. Und da hat man mit so einem kleinen Roboter immer wieder verschiedene Aufgaben und muss Sachen machen und lernt damit quasi Physik. Gerade tatsächlich in der letzten Woche war die Rückmeldung vom Kollegen, naja, es ist halt doch ein sehr hoher spielerischer Anteil und der Lerneffekt ist eventuell nicht so, wie man sich das jeder vorstellt. Aber das ist so, habe ich jetzt nicht verifiziert. Das ist natürlich auch generell was. Also, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, Frontalunterricht ist immer schlecht. Ich halte hier gerade einen Vortrag. Wir spielen hier gerade kein Spiel, sondern ich halte einen Vortrag. Ich zeige von Zeit zu Zeit mal was und nachher werden wir das auch im Workshop mal selber machen. In bestimmten Situationen macht es Sinn, Spiele einzusetzen und in bestimmten Situationen macht es vielleicht keinen Sinn. Seid zum Beispiel auch Leute, ihr könnt sitzen bleiben für 1,5 Stunden und könnt euch anhören, was ich mache. Das ist vielleicht mit anderen Schülern nicht so einfach. Vielleicht gibt es wieder bestimmte Situationen, auch wo man informelles Lernen einsetzt und sagt, okay, setzt euch daheim mal vor das Spiel und erreicht damit Leute, die aber vielleicht nicht einfach eine halbe Stunde sitzen bleiben können und dem Lehrer zuhören, wenn der irgendwie über irgendwelche komischen mathematischen Formeln redet. Das ist immer die Frage, wo kann ich wie wo was einsetzen, sinnvoll? Und da sind Spiele eine meiner Werkzeuge, eine meiner Methoden, die ich einsetzen kann. Der Methodenmix macht's. Wenn man nur mit Spielen lernen würde, wäre es schwierig. Aber ich komme auch gleich noch auf ein anderes Beispiel, wo das ganz zentral ist. Ja, noch Frage? Aha. Wenn ich dialogisch arbeite mit Spielen, also in kleineren Gruppen, also wir haben ja jetzt die ganze Zeit im Jugendbereich geredet. Ne? Ich nehme zum Beispiel auch Crayon Physics, um mit kleineren Kindern und Grundschülern zu arbeiten. Und das über Vino und dann im dialogischen Bereich, sodass die miteinander darüber reden, was sie eben halt gerade machen. Also ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten sind, um sich einfach ein Spiel zu nehmen und mit den Kindern das über Diskussionen zu erfahren und weiterzuentwickeln. Und da auch rauszusuchen, was nehme ich jetzt Wissen mit, ja, wie kriege ich das jetzt sozusagen transportiert in die Klasse. Also der Tipp Crayon Physics und ich muss mich mit der Kollegin nachher mal unterhalten, weil da kenne ich mich noch nicht so aus, muss ja auch was dazulernen. Vielleicht einfach auch in das Pad vielleicht mal kurz reinschreiben, wäre ganz toll. Jemand den Link da reinkopiert und vielleicht auch, wenn jemand da die Möglichkeit hat, jetzt oder später auch nochmal kurz dazu zu schreiben, was gerade die Eigenschaften von Crayon Physics sind, damit man gleich da ein bisschen an diesem Pad weiterarbeitet, das hoffentlich irgendwie ganz viele Leute irgendwann mal nützlich finden für zum Beispiel ähnliche Vorträge oder diese Arbeit. Wir haben jetzt mit inklusive Diskussion noch 15 Minuten. Nur das Tore. Oh. Ganz schnell oder 17. Inklusive Diskussion noch 15 Minuten. Oh, okay. Gut. Dann zeige ich jetzt noch, ich spreche noch ein, zwei Beispiele an. September 12 funktioniert momentan leider nicht auf meinem PC, deswegen kann ich es nicht zeigen. Das Spiel bietet auch solchen Gesprächsanlass. Das Spiel sagt, es ist gar kein Spiel, also dieses Spiel sagt von sich selbst, es ist kein Spiel, aber an sich ist es schon auch irgendwie ein ganz einfaches. Moment. Ich lasse es einfach nebenher so laufen. Tja, genau. Also, in dem Spiel ist es so, das heißt September 12, das ist der 12. September, das ist quasi der Tag nach dem 11. September. Was macht man? Es ist extrem versimpelt natürlich alles, aber man sieht hier, da sind ganz viele kleine Leute, die in einer so Art fernöstlichen Stadt oder sag ich mal Nahostenstadt herumlaufen, verschleierte Frauen und so weiter. Und ein paar von den Leuten, die haben so weiße Mützchen auf oder so auf verschleierte Sachen und haben so ein Gewehr in der Hand. Was das heißt, sagt man nicht, aber man legt mal so nahe, das könnten ja so böse Terroristen sein zum Beispiel. Und was kann man machen? Als Spieler gibt es nur eine Möglichkeit, die man machen kann. Man hat dieses Zielkreuz und mit dem Zielkreuz, wenn man drückt, ich gehe nochmal hier zurück, dann hier, der hat da so ein paar Terroristen gefunden, schießt da drauf, peng, und hat hier ein bisschen was von der Stadt in Schuss und Asche gelegt, hat aber dummerweise die beiden Terroristen nicht erwischt, weil die sind nämlich weitergelaufen, weil er muss immer ein bisschen warten, bis er wieder schießen kann und es dauert auch eine Weile, bis die Rakete da ist. Jetzt ist es so, dass die Leute hier aber trauern um die toten Zivilisten, die da getroffen wurden und aus den Trauernden sind wieder Terroristen geworden. Extrem vereinfacht,
ist wie so eine Art Karikatur oder sowas, also wo man praktisch versucht, einen bestimmten Aspekt mal irgendwie erfahrbar zu machen. Man kann natürlich jetzt offen lassen, kann mal sagen, was haltet ihr davon, da kann man mal drüber diskutieren. Werden ein paar Leute auch irgendwie sagen, also wir haben das damals auf unserer Spiele-Webseite veröffentlicht und da waren ganz viele Amerikaner und Jüngere, die fanden es irgendwie ganz blöd und das kann man ja so nicht sehen und es ist viel zu einfach oder fanden es einfach blöd, weil es ja voll anti-amerikanisch ist. Andere haben wieder gesagt, ja, also vielleicht ist generell die Politik zu sagen, ich schieße mir Raketen auf eine Stadt, um ein paar Terroristen zu treffen und schlussendlich treffe ich aber viel mehr Zivilisten, nicht so die cleverste. Ist ja nicht so, dass es einfach so die Amerikaner jetzt irgendwie machen würden, aber es ist einfach mal so ein Aspekt, der durch das Spiel vielleicht verständlich gemacht wird und es ist ein schöner Gesprächsanlass. Ganz einfach. Das ist noch ein Beispiel, das ich bringen wollte. Und weil wir so wenig Zeit haben und ich einfach so viel geredet habe, noch zwei, drei andere kurze Beispiele. The Republica Times. Welcome to the Republica Times, you are the new Editor-in-Chief. Man ist der Chefredakteur einer Zeitung und der Krieg mit Antigria ist gerade erfolgreich geschafft, aber die Leute sind noch nicht so richtig zufrieden mit der neuen, ganz tollen Führung, die wir nämlich sind. Du hast 3 Tage, um Public Loyalty, also die Loyalität der Leute, auf 20 zu steigern durch Auswahl von verschiedenen Artikeln für deine Zeitung, wo du eben der Chefredakteur bist. Ach, übrigens, als kleine Versicherung haben wir, dass du nicht irgendwie bösartig beeinflusst wirst, haben wir mal deine Frau und Kinder so ein bisschen in Sicherheit gebracht. Genau. Und wenn man halt, ich greife vorweg, die Loyalität nicht steigert, dann werden die das wohl nicht überleben. Das heißt mit einem Wort, man hat immer wieder Druck, zu versuchen, die öffentliche Meinung durch unterschiedliche Bewertungen von Nachrichten in einer Zeitung, man ist wie gesagt der Chefredakteur, zu beeinflussen. Spiele, super, Sport interessiert die Leute, wollen sie lesen und gleichzeitig ist es auch irgendwie spannend und lenkt sie quasi ab. Irgendwelche kritischen Meldungen tue ich ganz klein machen oder gar nicht und so weiter. Ist so eine ganz spannende Idee, um einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken, wie eigentlich auch Medien funktionieren können oder auch teilweise funktionieren. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Ideen, wie man Spiele einsetzen kann. Dieses Jahr hat den Deutschen Computerspielepreis das Spiel Utopolis, Aufbruch der Tiere, gewonnen. Sieht sehr schön aus. Ich habe es noch nicht gespielt, kann nicht viel drüber sagen. Ist aber auch von einer mit mir bekannten Spielefirma, die ansonsten ziemlich coole Sachen machen. Ich will mir kein Urteil erlauben, ich habe es noch nicht gespielt. Es gibt ganz viele weitere Beispiele, auf die wir jetzt nicht mehr eingehen, weil wir nicht genügend Zeit haben. Und ich will quasi schließen mit einem Punkt. Computerspiele sind eine große Herausforderung für uns, die einfach da sind. Sie zu ignorieren, finde ich, ist bescheuert, um es mal so auszudrücken. Auf der anderen Seite sind sie eine Riesenchance, weil sie eben in unserem Methodenmix von Lernen und Lehren ein ganz spannendes, neues Ding sind, die in bestimmten Situationen gut eingesetzt diesen Lernmix verbessern können. 2 kleine Empfehlungen, Serious Games Empfehlungen, also wie im Umgang mit Serious Games oder halt mit Lernspielen. Es ist, finde ich, wichtig, dass man versucht, Spiele zu haben, seien sie dafür designt oder seien sie irgendwie dazu oder seien sie einfach adaptiert von einfach bestehenden kommerziellen Spielen, dass der zu vermittelnde Inhalt eine zentrale Spielmechanik darstellt. So wie das bei Minecraft war und wie hoffentlich es auch bei den Serious Games ist, die ich selber baue. Und wichtig ist es oft, oder das ist ein Tipp, die Expertenrolle der Kinder und Jugendlichen, die sie in Spielen haben, anzuerkennen und auch zu nutzen. Also Tobias Thiel ist nicht der beste Minecrafter der Welt, der bin ich auch nicht. Aber wenn ich einfach sage, hey, ihr... Ich bin ein ziemlich schlechter Minecrafter. Ist ein ziemlich schlechter Minecrafter. Und er sagt aber, hey, muss ich ja gar nicht sein. Ich habe ja die Jugendlichen, die das Projekt machen wollen, die checken das. Baut ihr doch mal den Server auf. Kann ich nicht. Dann sagen die, hey, cool, und bauen den Server auf. Die freuen sich darüber. Klar, kann man nicht in allen Situationen immer machen, aber wenn man einfach mal sich auch aus dieser Rolle, ich bin der Lehrer, ich bin der Chef, ich muss alles wissen, rausbewegen kann und sagen kann, ich weiß nicht alles, ich weiß vielleicht bestimmte Sachen und ich weiß auch so ein bisschen das zu leiten und zu lenken und vielleicht habe ich doch auch ein bisschen Ahnung, was dieses Spiel so damit den Leuten anstellt, weil ich da mal gehört habe, dass Minecraft zum Beispiel mit Architektur gut zusammenpasst, aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass die meisten Kids viel besser Minecraft können, als ich das tue, aber ich setze es trotzdem ein.
und greife halt ein, wenn irgendwas ganz schief läuft oder sowas. Und sowas kann gehen. Wenn man sich über Spiele informieren will, ist es teilweise ganz interessant, Let's Plays anzuschauen. Zum Beispiel auch zu Minecraft. Und noch ein allerletzter Hinweis. Und dann werde ich noch für ein paar Minuten fragen. Da. Und zwar, wie kann man Spiele denn noch einsetzen? Und da ist das ziemlich abgefahren. Das Institute of Play. Quest to Learn. Quest to Learn ist eine Schule in New York, die praktisch gebaut wurde, gemacht wurde von a team of teachers and game designers. Das ist vor allem ein recht bekannter Zimmerman, bekannter Game Designer. Und die haben praktisch die ganze Schule so gebaut, so quasi so Gamification-mäßig, also dass die Kids immer Aufgaben bekommen, die sie lösen müssen. Und das sind hoffentlich herausfordernde Aufgaben und da machen sie ganz viel Projektarbeit und ganz viel von dem, was wir immer wieder oder was man immer wieder hört, was so schön wäre in den Schulen, ist da irgendwie umgesetzt, aber mit dem Focus Games, muss man natürlich nicht mit dem Focus Games machen, also es geht nicht nur um Computerspiele, es geht einfach um Spiele an sich, also spielerisches Lernen wird dort experimentell probiert und das ist ein sehr spannendes Beispiel, ich wäre sehr gerne mal wieder in New York und würde die treffen und mir das anschauen, das letzte Mal als in New Yorker wollte ich, aber da hatten sie keine Zeit. Genau. Und da gibt es auch eine Konferenz, die auch unter anderem der gleiche veranstaltet und das ist die Games for Change Konferenz und auf der Webseite Game for Change oder Games for Change findet man ganz, ganz viele Beispiele für Serious Games. So, gibt es noch nur wenn es jetzt Fragen gibt, sonst können wir auch gleich in die Kaffeepause gehen. Das dabei. Ja. Muss einfach so. Ja? Kaffeepause? Das funktioniert eher am besten. Ja, aber ich gerade noch mal im Internet, kam da noch was? Nee, also Frage jetzt nicht. Gibt es wirklich gerade keine Frage jetzt? Ha, da leider entsteht eine Frage. Ich frage mich nur, ob es, also was so deine Erfahrung ist, wenn du in so Schulworkshops bist. Ist es wirklich, also wird es wirklich positiv aufgenommen, dass sozusagen das, was sie sonst als Freizeit sehen, so ihr Spiel plötzlich ganz offensichtlich zum Lerninhalt wird, oder ist da auch so Abwehrhaltung im Sinne von, hey, mein Freiraum und also wenn ich jetzt mal einen Tagesworkshop mache mit Minecraft, finden das die Leute, die sowieso schon Minecraft spielen, tendenziell erstmal saucool. Die Leute, die sagen, oh, heute haben wir keinen Unterricht, wir tun Spiele spielen, finden es jetzt auch erstmal gut. Die würden es jetzt wahrscheinlich auch irgendwie toll finden, wenn sie einen Ausflug machen würden oder einen Film schauen würden. Es ist ja auch nicht unbedingt so, dass ich sage, oh Mist, jetzt haben wir eben einen Film in der Schule angeschaut, jetzt habe ich keinen Bock mehr Filme anzuschauen. Also, aber es ist natürlich trotzdem immer auch diese Situation, also es ist vielleicht auch so ein bisschen einer der Gründe, weswegen Facebook gerade bei jüngeren Jugendlichen nicht mehr so gut, nicht mehr so dicke ist, weil die ganzen Pädagogen und die ganzen Firmen haben sich da voll drauf gestürzt und bomben das irgendwie zu mit Werbung und irgendwie pädagogischem Zeugs und die Eltern vor allem sind drin und gucken, was denn die Kinder so machen und da haben dann vielleicht die Kids nicht unbedingt Bock, weil sie vielleicht auch so wie früher im Wald gespielt haben, sodass die Eltern nicht dabei waren und dann irgendwann mal irgendwie in der Mall, wo irgendwie die Eltern nicht dabei sind und dann vielleicht auch irgendwann mal in Facebook und jetzt sind die Eltern da auch, dann ziehen sie halt weiter zu WhatsApp. Da können sie nämlich nicht so gut reingucken. Oder Snapchat. Aber ich hatte das Problem noch nicht. Wenn ich jetzt Informatikunterricht mache und über Wochen hinweg bestimmte Spiele nehme, dann es ist natürlich trotzdem noch Schule und es ist natürlich trotzdem ein gewisser Zwang dabei. Und ich weiß nicht, ob es die Leute dann aufhören, Minecraft zu spielen, zum Beispiel, wenn es in der Schule öfter vorkommt. Da werden wir bald, glaube ich, viele Erfahrungen haben von dir, das ihr einsetzt. Und ihr wisst ja auch, wie ist es denn aus eurer Erfahrung? Ich glaube, es ist recht wichtig, wenn du längerfristig das machst. Weil so ein Workshop ist ja mal punktuell und dann gibt es halt in der Regel erstmal lange keinen Workshop, gar nicht mehr. Und für den Tag ist das dann ganz cool. Aber dann, wenn man es längerfristig machen will, ist, glaube ich, wichtig, dass man Konzepte dafür hat. Weil wenn du immer wieder dasselbe jetzt machst, dann jetzt bauen wir schon wieder was. Jetzt bauen wir wieder die 4. Kirche, 100. Kirche. Und dann
halt was Neues da reinzubringen, also auch wieder Herausforderung. An sich ist es, denke ich, ganz, ganz schön, wenn man das in der Form wertschätzt, auch okay, dann holt man was in die Schule, was in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist. Das finden die an sich erstmal toll, weil sie mal Aufmerksamkeit für was bekommen, was sonst in der Schule gar nicht gibt für ihre Sachen. Und wie gesagt, wenn man länger konzentriert was macht, ist es extrem wichtig, Konzepte dafür zu haben. Die kosten natürlich Zeit. Und da muss man halt unserer Meinung nach auch ganz stark mit Lehrern zusammenarbeiten, zu gucken, okay, gerade wenn man selbst nicht so oft in dem Feld ist, wie funktioniert das? Ihr habt euren Lehrplan, ihr habt eure Richtlinien und so weiter. Das ist wichtig als Lehrer und wie man es nennen mag, Medienpädagogen gehen, die dann zusammenarbeiten und zusammen halt Konzepte entwickeln. Und dass sie nicht aneinander vorbei sind, das passiert nicht ganz oft. Ja. Ja? Ich glaube tatsächlich auch, dass es immer ein Unterschied ist, wenn wir als Externe in eine Schule gehen und dort etwas machen, als wenn es der Lehrer macht. Also wenn der Lehrer jede Woche Minecraft macht, haben bestimmt die Schüler irgendwann auch keine Lust mehr drauf. Dann hast du diesen Facebook-Effekt. Aber wenn man es punktuell einsetzt, und das Ziel sollte ja eigentlich sein, dass auch in der Schule nicht Medienpädagogen reingehen und das machen, sondern dass der Lehrer es nimmt und für sich annimmt und einsetzt im Chemieunterricht. Das ist was, das ist ein normaler Bestandteil. Wird und bleibt oder andere Spiele. Und da kommt es dann halt wieder auf die Wix wahrscheinlich drauf an, den du vorhin auch angesprochen hast, dass man eben nicht nur Spiele macht. Also ich bin auch eigentlich gerne nach New York, weil ich weiß nicht, ob nur spielerisch lernen auch wirklich zielführend ist. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit den Lehrern was sprechen, welche Altersstruktur es gut findet und ob es mit 18 immer noch die liebste Art zu lernen ist, spielerisch zu lernen. Es ist halt ein Mix. Es muss verschiedene Dinge geben, so dass das nicht übersättigt. Also ich will es auch noch ergänzen oder auch mit einem Plädoyer ergänzen. Zum einen ist es so, dass, glaube ich, damit man solche neuen Lernkonzepte einsetzen kann und Spiele sind praktisch, oder gerade Computerspiele sind nicht lange schon in diesem Feld und auch viele Leute kennen sie noch nicht so richtig, gerade auch im Lehrkörper. Und da gibt es erstmal Widerstände und da braucht man erstmal ein bisschen Zeit, sich einzuarbeiten und sowas. Da braucht man Mittel, sei es jetzt von extern oder sei es, dass der Rektor sagt, hey, da haben wir ja mal Lust drauf, das wollen wir mal ausprobieren. Und da hast du jetzt auch ein bisschen Zeit dafür, sich da mal reinzuarbeiten oder sowas und musst dafür jetzt irgendwie was anderes nicht tun und hast einfach genügend Zeit als Lehrer, wenn du dann ein Interesse hast, dich da einzubringen, dass man da ein bisschen Rückendeckung bekommt vom Rektor und Co. oder dass es in der Ausbildung schon integriert ist, dass man mal sagt, sowas geht. Natürlich ist es wichtig dafür, dass man nicht sagt, Spiele sind ja irgendwie alle total blöd und schlimm und gemein und irgendwie machen dick, dumm und doof à la Spitzer. Spiele können dick, dumm und doof machen. Skateboards, da kann man sich was brechen. Aber mit Skateboards kann man stark werden und ganz tolle Herausforderungen und Stärke auch bekommen. Mit Spielen kann man unglaublich viel lernen und Sachen erfahren und faszinierende Dinge tun. Man muss es halt irgendwie richtig einsetzen und sowas. Eine Totalverurteilung ist meistens immer falsch. Ich muss ja auch meistens auch schon wieder einschränken, weil total ist immer ganz schwierig. Also das ist das. Ich finde es nicht unbedingt sinnvoll zu sagen, wir haben zum Beispiel einen Unterricht und in diesem Unterricht machen wir jetzt Medien. Wir machen jetzt Medienkompetenzunterricht oder wir machen jetzt Unterricht. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich finde, Medien gehören zum Leben fast aller Leute und fast alle Leute nutzen auf die eine oder andere Weise, nein, alle Leute nutzen auf die eine oder andere Weise Medien, das heißt Zeitung, Fernsehen, Computer und so weiter und setzen sie meistens im Privaten ein, wenn es für sie Sinn macht. Sei es auch nur, dass es Spaß macht oder um sich zu informieren oder irgendwas. Vielleicht nutzen sie auch teilweise zu viel, aber grundsätzlich ist eine gute Mediennutzung auch eine, wo mir jemand sagt, selbst geregelt, jetzt brauche ich das halt. Und so sollte es im Unterricht auch sein. Warum sollte es im Unterricht nicht so sein? Wenn ich wirklich was Schwieriges rechnen will, dann setze ich einen Taschenrechner ein. Aber mein Handy darf ich nicht nutzen, da ist ein Taschenrechner drin. Dafür muss ich dann für 40 Euro irgendwie einen Taschenrechner kaufen. Es ist einfach sinnvoll, teilweise aktuelle Geräte, die die Leute schon haben, einzusetzen oder eben auch Spiele einzusetzen an Sachen, wo sie sinnvoll sind. Sie draußen zu halten, finde ich ganz schwierig und blöd. Also ganz tolles Plädoyer. Jetzt kommt die Diskussion und die nehmen wir jetzt wirklich mit in die Kaffeepause, weil hier geht es um 11 weiter mit der nächsten Diskussion und hier links
da wo gestern Abend noch Abend ist, gibt es jetzt Kaffee und ein paar Kekse. Und ich habe gesehen, da hinten steht auch Wasser, wer Wasser will. Ich weiß nicht, warum das gerade heute an verschiedenen Stellen steht. Aber vielleicht ist es auch, dass wir einfach ein bisschen fit bleiben und nicht die ganze Zeit nur sitzen. Kann ich anmachen. Super Idee. Versuchen wir zu organisieren jetzt in der Pause. Alles, was technisch jetzt nicht geklappt hat. Ich sage noch eine Sache. Das ist hier meine Webseite. Und da gab es, weil wir hier gerade die vier Leute, die hier sind, zusammen noch mit Max, haben kürzlich auf der Republika eine sehr schöne Präsentation gemacht in Minecraft. Und wenn man auf diese Seite geht, da sieht man gleich oben die URL eingeblendet, 1000-medien.de, Minecraft Publica, dann kriegt man da nochmal ganz viele Informationen zu Minecraft, wie man das so alles einsetzen kann und auch kann sich da auch Sachen dazu anschauen, wo wir auch dazu interviewt wurden und ganz viele andere Projekte, wo es um Städteplanung geht und um Nepal und was da jetzt alles kaputt ist und wie das wieder aufgebaut werden kann. Ganz viele Themen sind irgendwie drin, unter anderem auch hier kann man, wenn man jetzt schon ganz lange hier zugeschaut hat, hallo, einfach gleich weiterschauen. Und ja, noch gucken, was da so alles passiert. Okay, ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön. Und Applaus für uns. Wie gesagt, um 11 geht es dann hier weiter und jetzt ist es zeitlich ein Kaffee zu nehmen oder Wasser.